Joey? Nein. Ich war im Affenwald. Ich weiß. Aber du weißt nicht, was passiert ist. Haben wir in der letzten Folge schon von diesem Affenwald geredet? Ja. Haben wir? Oder? Nein, ich glaube, wir haben nicht vom Affenwald. Hä? Also wir haben haben wir nicht? Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass es diesen Affenwald gibt, aber wir haben noch nichts darüber. Doch? Oder? Ja, stimmt. Ich du hast doch erzählt, wie du angegriffen wurdest. Stimmt, und ich habe dir auch gesagt, dass ihr aufpassen müsst, dass ihr nicht angepinkelt werdet. Ja, ne? Genau. Stimmt. Was für ein Gedächtnis haben wir hier eigentlich? Ich bin heute so eine vertrocknete Erbse im Schädel, ey. Ja, heute wirklich. Wird absolute Assi-Absturzfolge hier. Okay, aber ich war jetzt auch im Affenwald und Und es ist was passiert? Ja. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt. Eventuell wurde ich fast beklaut. Beklaut? Mhm. Oha. Und zwar von einem fucking Affen. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Stell dir mal vor. Und zwar so von einem Menschen. Und zwar von einem Holländer. Von einem Holländer? Na, ich weiß nicht. Ich wollte jetzt irgendeine Nation nennen. Nee, wir sind da so durchgelaufen. Erstmal am schlimmsten Tag der ganzen Woche, weil es den ganzen Tag wie in einem Monsun geregnet hat. Also wirklich. So richtig krass. Es hat richtig krass geregnet. Aber authentisch in einem Regenwald. Ja, stimmt. Tropischer Regenwald hat und Regen. Hat sich halt wirklich richtig angefühlt wie ein Regenwald. Ja, ne? Weil es die ganze Zeit durchgeschüttet hat, aber wirklich so richtig krass. Aber hat es euch ausgebremst? Weil eigentlich ist es ja super warmer Regen, eigentlich ist er ja nicht schlimm. Aber ja, aber irgendwann trotzdem, ne? Auf die Dauer ging es mir schon auf den Sack so ein bisschen. So. Teilweise haben wir dann schon unter so Überdachungen gewartet, aber da haben uns die Affen dann auch entertained. Die meisten Affen waren die ganze Zeit am Kämpfen. Mit sich selbst, ne? Also ja, mit untereinander. Anderen Affen. Ja, untereinander. Mit den Affen, auch mit ein paar Holländern. Generell, Holländer sind hier sehr verbreitet, müsst ihr wissen, Leute, auf dieser ja, Insel. Ja, extrem. Achso, falls ihr es noch nicht wusst, wir sind immer noch auf Bali. Ja, genau. Und damit herzlichen guten Tag, meine lieben Freunde. Ja, herzlichen guten Applaus. Tag. Und herzlich willkommen zu der Geschichte, wie Julia fast beklaut wurde. Naja, eigentlich ist es gar nicht so spannend. Eigentlich wäre die Geschichte halt nur cool, wenn du wirklich beklaut worden wärst. Ne? Nee, das Ding ist, ich bin da so lang gelaufen und dachte die ganze Zeit so, boah, ich will unbedingt auch so ein cooles Foto wie Joey haben. Weil du ja auf Instagram so ein cooles Foto gepostet hast, wo der Affe so neben dir wo saß. Wo der Affe meinen Finger gehalten genau. hat. Genau, und dann bin ich so relativ nah an so einen Affen rangegangen. Also immer wieder so ein kleines Stückchen langsam so nah an ihn ran. Ja. Der saß da halt so und hat einfach gechillt. Ja. Und ich war immer noch so einen guten Meter weg von ihm. Und das war aber schon so ein älterer, größerer Affe. Boah, und warum gehst du auch zu dem Alten, ne? Ja, weil da nur so Alte waren in dem Moment. Also ich die Alten sehen schon gruselig, also nicht gruselig, ja, so ein aber bisschen so böse aus. Ja, aber er war so ein Opi, er war so ein süßer Opi eigentlich. Okay, gut. Also ging schon. Auf jeden Fall stand ich dann da und plötzlich fängt er so an, seine Hand auszustrecken. Und dieser Arm, der wird immer länger. Ich dachte, dieser Arm hört nicht mehr. Und ich war halt so geschockt davon, dass er das gerade tut, dass ich mich auch nicht nach hinten bewegen konnte, weil ich wusste nicht, was ich tun soll. Und greift so zu meiner Bauchtasche, die so halb geöffnet war. Scheiße. Und hört dann aber nicht auf, nur seine Hand zu nehmen und ich gehe dann halt so langsam zurück, sondern kommt mit seinem kompletten Körper zu mir, klammert sich um mich um. Also er war auf dir drauf. Er war an mir dran. Er hang an mir. Er hat seine Hände an meine Bauchtasche geklammert und seine Füße um mein Bein. Oha. Also er klammerte an mir und hat wirklich versucht, gegen mich zu kämpfen, wer jetzt die Bauchtasche auf- oder zubekommt. Also ich habe versucht, sie zuzumachen. Er hat die ganze Zeit versucht, sie aufzumachen. Also wirklich, er hat mit seinen kleinen Fingern versucht, den Reißverschluss so zu öffnen und meinen Mini-Ventilator da rauszuklauen. Da war halt auch mein Handy drin. Ich dachte so, mein Gott, gleich bin ich mein Handy los. Scheiße, geh weg so. Ich habe richtig Panik bekommen. Also ich habe aber versucht, keine Panik zu zeigen, so, weil sonst wäre der ja komplett durchgedreht. Ja. Und der hang dann halt so an mir und ich dachte die ganze Zeit so, boah, geil, voll cool, dann kann ich das so, also eigentlich hatte ich Angst, aber gleichzeitig dachte ich auch so, cool, Matthias macht ja gerade Fotos. Aber nee, der hat nichts davon fotografiert, sondern wollte direkt mir helfen, wo ich so dachte, boah, wie nervig. Matthias wieder, wollte ey. Mir helfen. Ja, habe ich auch gedacht. So, jetzt habe ich so ein bisschen Material davon tatsächlich, aber jetzt nicht so viel Gutes. Aber es ging noch weiter. Er hat dann erst versucht, das halt zu machen, dann habe ich den aber irgendwie abgeschüttelt bekommen. Ja. Diesen Riesenaffen. Also du hast diesen Affen von dir so weggeschlagen. Ja, ich habe so meine Bauchtasche genommen, wo er ja auch dran hang und habe die so versucht so abzuschütteln ja, halt ja, von genau. meiner Bauchtasche. Und er hat aber schon einmal sogar meinen Ventilator in der Hand gehabt, ne? Ich habe wirklich gedacht, er ist jetzt weg. Aber dann habe ich ihn abgeschüttelt bekommen, aber dann kam er hinter mir her.
hinterhergelaufen und hat sich an meiner Hose, an meiner Stoffhose festgeklammert und die einfach gruselig. Fast runtergezogen. Es gibt, ja. Was, warte mal, der hat dich ausgezogen? Ausgezogen, dieser Affe, der wollte wirklich unbedingt meinen Ventilator haben. Ich sag's dir, es gibt wirklich ein Foto, wo meine Hose so halb über meinem Arsch hängt schon. Und dann habe ich ihn aber zum Glück im letzten Moment noch von mir wegbekommen. Oh mein Gott. Sonst hätte Gott. Ich da wirklich mit nacktem Arsch gestanden. Und da waren halt auch ganz viele andere Leute, die bei dem Spektakel einfach so zugeguckt haben, ne? Die so dachten, ach interessant, das schauen wir uns mal an. Ich auch dachte, kann mir bitte jemand helfen vielleicht? Ja. Ja. Aber da sind auch ganz viele so Ranger in diesem Park, die mit so Zwillen dastehen und den, ja, die Affen so abwehren da damit. Nicht. Da war keiner. Da war keiner. Crazy, ja, ey. Ja, mir ein Affe fast meine Hose runtergezogen. Aber ich habe gehört. Es war kurz vor Arschritze. Wirklich. Ach, deine Unterhose auch quasi? Ja, der hatte alles in der Hand. Crazy. Wirklich. Ja. Aber angeblich suchen die in den Taschen nur nach Futter, ne? Deswegen, meinst du, der war wirklich auf Weiß dem Ventilator aus? Naja, er hat auf jeden Fall nach ihm gegriffen. Ja, der dachte wahrscheinlich so, naja, das kann man schon irgendwie essen, ne? Ja, aber Checken so ein komischer Plastikgriff, ich weiß jetzt nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall, der hatte Bock auf meine Bauchtasche. Verrückt. Das war deine Erfahrung im Affenwald? Ja, und es hat halt die ganze Zeit durchgeregnet. Und du hast kein schönes Foto mit Ich habe absolut kein schönes Foto bekommen. Ich war halt klitschenass. Scheiße, sah richtig, ey. Richtig ja. durchgeregnet aus. Halt, also wirklich, als hätte ich eine halbe Stunde unter der Dusche gestanden. So ja. sah ich aus. Und da hat man irgendwann auch keinen Bock mehr. Ja, irgendwann dachte so, ich mir auch Scheiß so, drauf. Nee, wisst ihr was, ihr blöden Affen. Ich gehe jetzt nach Hause. Aber die waren trotzdem schon süß. Also ja. so die Muttis mit ihren Babys so vorm Bauch und so, die da rumgelaufen sind, die fanden schon sehr süß. Das ist echt, das vermisse ich jetzt auch hier. Ja. Also Leute, wir sind übrigens jetzt umgezogen. Wir sind nicht mehr in Ubud auf Bali in der im Zentrum, da wo ganz viel Grün ist, sondern wir sind jetzt an der Küste am Meer und machen jetzt hier nochmal richtig geil Badeurlaub. Ja. Aber die Affen sind halt weg. Ja, die Affis sind weg. Ja. Aber ich habe auch einen Affen in freier Wildbahn gesehen, der so einer Einheimischen ihre Einkaufstüte geklaut hat. Als ob. Ja. Aber auch so ein Affe wie aus dem Affenwald? Oder ja, war ja, das, ein das war direkt vorm Affenwald. Ah. Der lief da rum und die Frau, die tat mir so leid, ich wollte ihr erst helfen. Aber dann dachte ich so, nee, dann werde ich ja auch angegriffen, weil sie hat auch nichts gemacht. Der hat ihr wirklich ihre Einkaufstüte komplett weggezogen und sie stand da wirklich so richtig hilflos. Scheiße. Und hat ihn einfach nur so angeguckt und war so, meine Bananenblätter. Es tat mir richtig weh einfach, aber sie hat auch nichts mehr versucht. War so, ja, der Affe halt. So. Ja, ne, ich glaube, da macht auch keiner was. Ich glaube, du darfst da auch echt nichts machen, weil da stehen da auch in diesem Wald stehen ja überall so Schilder von wegen, guck dem Affen niemals in die Augen und sowas, sondern weil das so ein Zeichen von, ein Ausdruck von Aggressivität ist dem Affen gegenüber. Ja, was ich aber so verrückt finde, weil diese Affen sind ja wirklich nicht groß, ne? Leute, das sind echt kleine Affen. Ja, also das sind jetzt keine Herr Nilsson, sie sind schon ein bisschen größer. Ja, aber jetzt auch keine Orang-Utans. Die sind also, so groß wie ein Oberkörper. Naja, nicht mal. Na, ohne die sind Kopf. Schon... Voll der komische Vergleich. Die sind so, die gehen einem so bis zum Knie vielleicht, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, ja. Die sind schon klein. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass wir uns nicht trauen, dem Affen irgendwie entgegenzuhalten, das ist so ein kleiner Pupsaffe. Ey, wenn die den Mund aufmachen, kriegst du Angst. Die ja, Zähne sind so lang. Also es sind wirklich, so lang waren die schon. Ich zeige so jetzt gerade so 4-5 Zentimeter. Ja, die hatten schon so, schon so Riesenzähne, das stimmt. Also diese, also... Die hätten dir, glaube ich, richtig schön in die Schulter beißen können und dich dann aussaugen können. Ja, so sah es auf jeden Fall aus. Also wenn die sauer geworden sind, das hat sich auch richtig gruselig angehört, finde ich. Die haben so richtig gefaucht. Ja. Und als würden die dich jetzt wirklich gleich untot machen. Und die waren immer so richtig launisch. Untot machen? Untot ist ein Zombie. Untotbar. Ja, wie, ein Vampir kann doch nicht sterben, oder? Ist das Ach nicht so? So, als würden sie dich gerade... Vampirig machen. Zum Vampir verwandeln. Genau, ja. Ja, das... Ja. War interessant. Aber ich fand sie auch gleichzeitig sehr süß. Die sehen immer süß aus, weil die haben so ein ganz kleines Gesicht, was aber irgendwie so menschlich aussieht. Und es sieht einfach aus wie ein ganz kleiner Mensch. Ich finde es auch verrückt, was für Mimik die drauf haben. Mhm. Also die können ja wirklich so richtig Gesichter machen, wie ein Mensch. Und die auch, wie sie ihre Hände benutzen genau. und so. Das finde ich so süß. Einer hat die ganze Zeit Blätter in der Pfütze gewaschen. Das war so ja, süß. Ja, die machen auch immer was mit den Blättern. Die reiben die auch mit einem Stein und sowas, als würden die gerade irgendwie so eine Salbe da irgendwie zusammenbrauen. Ja, total verrückt, ne? Und die haben auch die Füße von denen, die sehen nicht aus wie unsere Füße, sondern es ist, also es ist quasi auch wie eine Hand, nur mit einem längeren Daumen irgendwie. Ja. Das sah auch crazy aus. Ich war richtig geschockt einfach. Ja, noch nie einen Affen gesehen. So, wir haben genug über Affen geredet, oder? So, ja, reicht jetzt mit Affen. Tut mir leid. Aber der war schon süß. Also so die Babyaffen, die hätte ich schon gerne mit nach Hause genommen. Generell so ein Babyaffe wäre schon geil. Oh, schon süß. Aber sobald die dann alt werden, sind sie halt auch ein bisschen gruselig. Dann das will ich sie nicht mehr. Aber guck mal, wenn du ihn von klein auf hast, so einen geretteten Affen, der bei dir zu Hause wohnt, und dann ist das so ein
Affe, ja, der einfach mit dir zusammen. Süß. Oh, das ist schon süß. Okay, also macht jetzt man haben natürlich wir genug nicht, über Leute. Affen geredet. Ey, aber die zweitmeisten Tiere, die ich hier sehe, sind Eichhörnchen. Siehst du ja auch so viele Eichhörnchen hier? Ja, wir sind ja erst seit heute. Also, Matthias und ich sind gestern hier angekommen. Ihr seid erst gestern hier angekommen? Ja, gestern sind wir angekommen. Oh, crazy. Ja. Und ihr seid schon irgendwie 3-4 Tage hier oder so. Ja. Und heute Morgen war richtige Eichhörnchen-Invasion beim Frühstück. So geil, oder? Voll die Süßen. Eichhörnchen sind so Tiere, die können nicht süßer werden, oder? Ja. Die sind einfach perfekt süß. Ja, und das eine Eichhörnchen, was wir die ganze Zeit beobachtet haben, das war einfach so eine richtige Kim Possible. Die ist so, die vor allem, keine Ahnung, das, der... Ist es das Eichhörnchen? Das Eichhörnchen. Es ist die ganze Zeit so Schnüre hochgeklettert und dann hat sich so richtig schnell bewegt und stimmt, so. Und wie so eine Geheimagentin. Ja, wie so ein Geheimagent. Voll süß. Ja. Warum gibt es eigentlich keinen Zeichentrickfilm, wo ein Eichhörnchen so ein Geheimagent... Chip und Chap rettet es rechts. Ah nee, das sind aber Chipmunks, oder? Was sind Chipmunks keine eigentlich? Ahnung. Sind Chipmunks nicht Eichhörnchen? Das sind hässliche Eichhörnchen, oder? Naja, sie sind halt gezeichnet. So und hamstermäßige Eichhörnchen. Aber sind's Eichhörnchen? Sind nee. Chipmunks Eichhörnchen? Nee, was heißt denn Eichhörnchen auf Englisch? Squirrel. Nicht Chipmunk? Nein, weißt du, kennst du nicht Squirrel? Doch. Squirrel ist das lustigste Wort und Squirrel würdest du niemals Squirrel. So schreiben, wie du es aussprichst, Squirrel. Oder? Squirrel. 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 Das heißt Squirrel quasi. Aber ich glaube, Eichhörnchen ist auch das schwierigste deutsche Wort. Damit kriegst du doch auch Amerikaner und so immer. Eichhörnchen. Die versuchen dann immer so auf TikTok so einen auf süß Eichhörnchen zu sagen und kriegen das nicht hin und wollen dadurch dann irgendwie... Ja, das sind diese ganzen Typen, die immer so sagen, oh my god, I just can't speak, but like in German, Eichhörnchen, machen die dann immer. Und dann wollen die immer, dass alle sie hot finden. Echt? Kennst du das? Ach, du guckst ja kein TikTok. Ich guck da kein TikTok. Ja, das ist so die Pick-Me-Masche von amerikanischen Typen, wenn sie irgendwie deutsche Mädels aber Eichhörnchen ist beeindrucken doch jetzt nicht, wollen. Wenn ein Amerikaner Eichhörnchen sagt, soll das sexy klingen oder ich was? Ich weiß es nicht, was sie damit wollen. Auf jeden Fall ist es irgendwie so ein Ding. Ich weiß nicht, was die damit erreichen wollen, aber bei mir kommt es irgendwie, ich denke mir immer so, auf boah, jeden Fall kann toll. Auf jeden Fall kann es nicht sexy klingen, wenn ein Deutscher versucht, Squirrel zu sagen. Squirrel. Ich glaube, bei niemandem klingt es sexy, wenn er Squirrel sagt. Squirrel. Squirrel. Aber ich finde, Squirrel ist ein lustiges Wort. Allein, weil das so komisch ist. Es ist einfach, wie kam es tut einfach weh im Mund schon. Ja, wie kam die darauf, Squirrel. Wie kam die darauf, so ein kleines, süßes Wesen, Squirrel zu nennen? Das klingt auch wie eine Krankheit. Squirrel. Das klingt wie gar nichts. Ja, richtig komisch, aber ich liebe Squirrels. Und die hier sind super süß, die haben nicht auch so Streifen. Ich glaube, das sind sogar so Streifeneichhörnchen. Echt? Also Streifenhörnchen? Ach, ich weiß doch auch nicht, was es ist. Ein Streifenhörnchen ist ein Streifenhörnchen? Nee, ein Stinktier. Also ein Stinktier ist es nicht, Julia. Nee, aber ich habe mich gerade gefragt, ob ein Streifenhörnchen ein Stinktier ist. Aber ein Stinktier ist was anderes als ein Streifenhörnchen. Ja, hast du eigentlich schon mal ein Stinktier live gesehen? Ich nicht. Ich glaube, Stinktiere kommen nicht aus Europa. Ich glaube, die sind nur in Nordamerika ansässig. Echt? Sagt man ansässig. Vor allem auf einmal hier so voll der Tier-Talk hier, National Geographic. Ja, und mal wieder keine Ahnung von irgendwas, doch, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass Stinktiere nur aus Nordamerika kommen und vielleicht auch noch in Asien, aber auf jeden Fall gibt es sie nicht in Europa. Ja, okay. Das sind so typisch amerikanische Viecher. Auch Waschbären, wusstest du das? Waschbären sind ja voll das Ding bei. Die sind invasiv in Europa. Heißt das so? Ich doch nicht, ich habe das Wort noch nie gehört. Ich glaube, das heißt, wenn die eigentlich hier nicht einheimisch sind, aber die irgendwie eingekarrt wurden hier übers Schiff und na, jetzt so wie machen deine die sich Spinne. Breit. Genau, wie die Spinne, die ist wie auch die invasiv. Ja. Aber es gibt eine riesen Waschbärplage in Europa, aber ich habe noch nie einen Waschbär gesehen. Hast du schon mal einen Waschbär in Real Life gesehen? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube irgendwie schon mal in Spanien oder so. Ach genau, Julia. Wir waren Anfang des Jahres waren wir auf Malle für ein paar Tage, ne? Ja. Und, hast du ein Eichhörnchen mit einem Waschbär verwechselt? Nee, ich habe in so einen Garten geguckt, wir sind da sehr viel so rumgelaufen, so durch die ganzen kleinen Ministädte da, also Dörfer. Und, und dann habe ich in so einen Garten geguckt und habe so einen total gekringelten, also so einen Schwanz gesehen, der so einen gekringelt gefärbten Fellzeichnung hatte. Du weißt, was ich meine. Ja. So ein Kringelschwanz. Also ich wollte einfach nur weiter zuhören, ja, was du daraus machst. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen vom Arsch gesehen, quasi da, wo der Schwanz angefangen hat. Und das war so grau. Und ich so übelst aufgeregt zu Wolfgang. Oh mein Gott, Wolfgang, das ist der erste Waschbär, den ich sehe. Mhm. In freier Wildbahn. Und so richtig aufgeregt. Und ich so, das ist so ein krasses Erlebnis für mich. Und dann läuft er so, also er war hinter einem Baum und dann kommt irgendwann der Kopf und dann war es einfach nur eine graue, gekringelte Katze. Hat mich sehr ausgelacht dafür. Ich habe mich so gefreut, dass ich endlich mal einen Waschbär gesehen habe. Voll die dumme Story, ne? Ja, irgendwie schon. So, wollen wir aufhören, über Tiere voll zu reden? Voll deprimierend irgendwie. Ja, Joey, du redest doch immer darüber, dass du gerne auswandern würdest, ne? In so eine Gegend hier. Ja, wo es warm ist und wo es nie kalt warm, wird. Genau. Wo Palmen wachsen. Und ich habe bei einem Immobilienmakler
in Ubud mal geschaut, wie viel hier so ein fettes Grundstück kostet. Und ich war geschockt. Aber nur das Grundstück, nicht jetzt, wo ein Haus draufsteht. Nee, mit Haus. Mit richtig geiler 8-Zimmer-Villa. Also mit einer richtig bewohnbaren Villa. Ich habe eine wirklich sehr, sehr, sehr schicke Villa. So eine Kardashian, keine Kardashian-Villa. Das wäre ja schon sehr pompös. Ja, aber war schon eine geile Villa. Ja. Die hatte 8 Zimmer und ein 32.000 Quadratmeter großes Grundstück. Was? Riesig. Das ist ja ein... Keine Ahnung, wahrscheinlich noch einen halben Regenwald dabei. Ja. Auf jeden Fall... Das sind ja 72 Fußballfelder. Oh my God. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie groß ein Fußballfeld ist. Ich hasse das auch, wenn Leute mit Fußballfeldern vergleichen. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ja, weil du einfach kein Fußballfan bist. Ja, du doch aber schon. Stimmt, du bist ja so eine... Also jetzt kein Hardcore-Fan, aber ich mag schon Stadion. Ja, ja, komm, egal. Ich will jetzt wissen, was das hier für ein Haus in Ubud war und wie viel es gekostet hat. Nee, rate mal. Fette 8-Zimmer-Villa, sehr modern, mit 32.000 Quadratmeter Grundstück. Und wie viel Quadratmeter hat die Villa? Also jetzt schätzungsweise? 200 auf jeden Fall, wa? Ja, mindestens. Hat sie einen Pool noch im Garten? Weiß ich nicht mehr. Müsste schon sein, ne? Ich glaub schon, bestimmt. Okay, wollen wir mal sagen, wie viel das in Deutschland kosten würde? Also kann man ja auch pauschal so nicht sagen. 5 ne? Millionen. 5 Millionen? Aber du kriegst halt gar nicht mal so ein riesen Grundstück. Ja. Also das Grundstück musst du dir wegdenken einfach, mehr oder weniger, weil das gibt's ja gar nicht. Okay, es muss ja schon sehr viel günstiger sein als in Deutschland, ne? Naja, also diese Villa hätte in Deutschland auf jeden Fall mindestens 4-5 Millionen gekostet. Oder irgendwie in Spanien oder so. Ja, also ich denke mal so 500.000 wird ja auch hier kosten, oder? Wow, soll ich dir sagen? Ja, sag. 122.100 Euro. Crazy. 122.000 Euro für eine 8-Zimmer-Villa. Das ist ja verrückt, ey. Geisteskrank, oder? Dafür kriegst du in Deutschland einen feuchten Furz. Dafür kriegst du nicht mal eine kleine, dafür kriegst du nicht mal eine 10-Quadratmeter-Wohnung. Nix kriegst du dafür. Okay, vielleicht in manchen Teilen von Deutschland schon, aber auf jeden Fall nicht da, wo wir herkommen. Also da, wo wir wohnen, meine ich. Ja, nicht in der Stadt, das stimmt, ja. Und Ubud ist ja schon eine beliebte Umgebung. Ja, das stimmt. Das finde ich krank. Ich habe wirklich gedacht, ich gucke nicht richtig. Also ich meine natürlich immer noch einen Haufen Geld, aber also ja, du kannst hier einfach so... Aber für das, was es in Europa kostet, das ist... Du kannst hier einfach so das Highlife des Lebens führen, ne? Crazy. Naja, aber bist halt trotzdem... Ich habe auf jeden Fall, ich habe mich ja schon informiert. Und man darf als Ausländer hier in Indonesien kein Grundstück einfach so erwerben. Also so einfach ist es nicht. Es gibt so verschiedene Abstufungen, dass du irgendwie das Recht darauf erwerben kannst, auf einem Grundstück zu wohnen, aber es gehört irgendwie nicht so richtig dir. Ah, okay. Das heißt, du musst erstmal indonesischer Staatsbürger sein, aber ich glaube, so richtig schwierig ist das auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dann verlierst du deine deutsche Staatsbürgerschaft. Na, das kann willst das sein? Du halt wahrscheinlich nee, auch das nicht, das will ne? ich nicht, ne? Weil, weißt du, was ich mir vorgestellt habe? Stell dir mal vor, du kriegst hier irgendwie eine krasse Krankheit. Stell dir mal vor, du erkrankst hier an Krebs. Okay, vielleicht nicht Krebs, aber halt irgendwas Krasses, wo du irgendwie so eine heftige Infektion... Wo du in Deutschland einfach Hilfe bekommen würdest und hier aber nicht. Ich glaube, hier wäre ich nicht so gerne in einem Krankenhaus. Vor allem, wenn du dann auch naja, auf einer abgelegen... Naja, aber wenn du hier lebst, ja, musst kannst du ja, ja ne? nicht 22 Stunden nach Deutschland fliegen und dann sagen, hey, eben. Ich habe mir übrigens gerade den Fuß gebrochen, könnt ihr mir helfen? Eben, dafür komme ich mal eben wieder nach Deutschland, ja. Geht ja nicht. Ach, dafür sind wir dann gut genug, ne? Deswegen, ja genau. Deswegen, also als ich mir das dann überlegt habe, dachte ich mir so, er hat schon auch seine Vorteile, deutsch zu sein, ne? Ja, klar. Ich meine, Deutschland ist eins der sichersten und am besten seiensten Länder der Welt, so. Ja, es ist auch schon, also generell Europäer zu sein, ist halt schon, du hast so viele Vorteile davon. Ja, und musst halt nur mehr als 120.000 Euro für deine 8-Zimmer-Villa zahlen, ne? Ja, ist halt schon traurig auch. Und von hier bist du ja auch voll weg vom Schuss, also wenn du mal hier eben mal irgendwo hin willst, ist überall hin weit. Ja, das stimmt. Ja. Bleiben wir doch trotzdem, zu Hause, oder? Warum gibt es in Europa nicht so einen Ort, der auch tropisch ist? Das nervt mich richtig. Ich wünschte, ich meine, es gibt ja so französische Überseegebiete, die dann irgendwo neben Ostafrika liegen. Hier geht es einfach nur darum, dass du immer warm hast. Ich will immer ne? warm und feuchtes Klima und ich will viele Pflanzen. Boah, das finde ich halt auch so gestört. Wie kann man denn immer feuchtes Klima haben oh, wollen? Ich liebe diese Luftfeuchtigkeit hier. Meine Nase ja, ist so richtig... Ja, liebst du es auch, wenn es in deinem Hotelzimmer so feucht ist? Da habe ich eine kleine Story für dich vorbereitet. Really? Als ob wir das so jetzt geplant haben. Nee, aber irgendwie, mich stört Luftfeuchtigkeit gar nicht. Aber ich bin auch jemand, der nicht so schnell schwitzt irgendwie. Also klar, ich schwitze auch, aber ich kriege im Gegensatz zu dir oder Wolfgang oder so halt nicht so schnell so direkt Schweißperlen auf der Stirn und sowas, so, wenn ich hier draußen langlaufe. Ach so, was willst du jetzt von mir? Willst du mir jetzt sagen, dass ich schnell Schweißperlen auf meine Stirn bekomme? Ja, ich glaube, durch das Schwitzen wird es anstrengender hier zu sein. Dass du dir so denkst, naja, kein ja, Bock hier stimmt. zu wohnen. Ja. Und für mich ist das irgendwie nicht so...
Das ist halt auch nervig, ja, aber ich kann damit ganz gut klarkommen. Und ich liebe halt einfach dieses, du gehst so aus der Tür und es ist alles grün und alles so warm, ja, und alles, das stimmt, lebt das hier auch so. Die Vögel zwitschern hier in so krassen, krassen Tönen, die du sonst nie gehört hast. Und, oh, ich liebe das wirklich, mir geht hier richtig das Herz auf. Das ist wie auf. Musik in meinen Ohren. Ja, wirklich. Ha. Jetzt kommt Werbung. Leute, wollt ihr endlich mal euer Handy mal wieder festhalten, ohne dass es euch andauernd aus der Hand flutscht? Da haben wir was für euch. Woo! Es gibt nämlich den Grip von RhinoShield. Wir haben euch den schon in den letzten Folgen ab und zu mal vorgestellt. Dieses Teil macht es viel einfacher, euer Handy festzuhalten. Und ich bin davon überzeugt, Julia. Den gibt es nämlich nicht nur als Grip Mini, sondern auch als Grip Max. Guckt euch mal an, wie crazy groß das Ding ist. Mhm. Und damit fällt euch das nicht mehr ins Gesicht, wenn ihr im Bett liegt, Leute. Genau. Den Grip Mini gibt's, den habe ich hier dran mit einer süßen Hello Kitty drauf. Und der von Joey ist sogar kompatibel mit MagSafe, was wirklich richtig praktisch ist. Und das Allercoolste daran ist, finde ich, dass die Grips personalisierbar sind. Das heißt, ihr könnt eure eigenen Designs da drauf machen oder euch was von der Webseite aussuchen. Da gibt's super viele verschiedene Designs von Marvel über Disney, über ganz viele richtig coole Sachen. Also für jeden ist safe was, ja, dabei. Es gibt eine Gurke einfach von Rick und Morty. Das wie ist crazy. So cool. Die ganzen Grips sind zu 100% aus recyceltem Plastik und sie funktionieren am besten mit einer RhinoShield-Hülle, ist aber auch kein Muss. Ihr könnt den Grip ganz einfach so aufschieben, eure Hände dazwischen machen und auch so feste an eure Hände quasi dran machen, dass ihr damit komplett eure Hand so rumwedeln könnt und es passiert gar nichts. Wer kennt's nicht, die Hand rumwedeln, wie man will. Ja. Nein, Leute, aber diese Dinger sind echt super praktisch und ihr könnt sie auch noch natürlich als Ständer benutzen, um euer Handy einfach mal auf den Tisch zu stellen, wenn ihr irgendwas auf YouTube oder sowas gucken wollt. Es ist wirklich super praktisch. Sie sind auf jeden Fall an meiner Hülle ab jetzt dran und ich bin echt froh, dass ich sie habe. Also guckt auf jeden Fall mal vorbei. Ihr findet alle Links unten in der Videobeschreibung und wir bedanken uns für die tolle Kooperation. Genau. Werbung Ende. Ey, aber was ich hier gar nicht könnte, wäre Fernsehen gucken. Ich habe vor ein paar Tagen... warte mal, wir haben gerade voll schön übergeleitet zu meinem feuchten Raum, Julia. Geht Ach, jetzt stimmt, nicht mit deinem das Fernsehen. Das wollte ich noch erzählen. Ja, das wollte ich noch erzählen. Okay, ja, sorry. Tust ja, deine erst. Fernsehstory kannst du dir für später aufheben, okay, hier. Entschuldigung. Wir haben noch genug Zeit, ja. Beruhig dich mal. Also. Mach mal halblang hier, ja? Also Leute, wir sind ja umgezogen. Wir sind jetzt nicht mehr in U-Boot, sondern am Strand und wir sind ja in ein Hotel gezogen, was echt krass pompös ist, aber es hat für uns super wenig gekostet, weil ich irgendwie im Internet ein richtig krasses Angebot gesehen richtig habe. Richtig krass. Ja, aber es ist so ein richtiges, so, wo du dir so denkst, wow, das kostet bestimmt irgendwie, kann man sich als normaler also Mensch nicht leisten. Also dieses Hotel kostet in anderen Ländern auf jeden Fall so 600-700 Euro die Nacht. Ja. Und bei euch aber... alles, ja, aber nicht 600 oder ja, 700 Euro die Nacht. Es kostet unter 100 Euro in der Nacht. Also was es ist voll wirklich crazy ein Schnäppchen. Ja. Auf jeden Fall ist das auch so richtig pompös. Wir sind in diese Lobby gekommen und das war irgendwie so ein vierstöckige Lobby, die einen riesigen Luftraum bis zum Dach hatte, alles übelst krass verschnörkelt. So auch nicht noch, auch noch mit so einem Wasserfall irgendwie Wasser, da drin und so? Mehrere Wasserfälle. Ah, okay, ja, also klar. Es ist wirklich verrückt. Und wir dachten so, wow, was haben wir denn hier? Also uns war es schon eigentlich schon fast peinlich, dass wir hier in so ein Hotel hier reingehen, ne? Und wir dachten schon so, ach du Scheiße, was für ein heftiges Zimmer erwartet uns. Jetzt ist da auch ein Wasserfall drin. Gefühlt war es einer. Boah, das wäre aber richtig schlimm. Stell mal vor, du ja, schläfst so und da ist so ein Wasser, du musst ja die ganze Zeit pissen. Aber bestimmt auch voll beruhigend mit so einem Wasserplätschern im Hintergrund zum Einschlafen. Oh nee, muss ich alle 10 Minuten pinkeln. Auf jeden Fall war es vom Gefühl her, als hätten wir einen Wasserfall drin gehabt, weil wir sind in dieses Zimmer reingekommen und es war so klamm in diesem Raum, weil diese Klimaanlage wahrscheinlich einfach nicht richtig funktioniert hat. Es war so luftfeucht, dass du das Bettlaken, also oder beziehungsweise die Decke angefasst hast und es war nass. So deine Hand war danach so feucht. War das nicht auch so, wenn ihr zwischen die Kissen gefasst habt, dass es wirklich ja, du hast dann eine nasse Hand gehabt. Eine nasse Hand. Boah, das ist schon sehr feucht. Ja. Ne? Und irgendwie am Anfang haben wir das nicht so krass gecheckt. Und als wir dann abends, wir waren natürlich dann hauptsächlich draußen und haben uns halt so die Anlage angeguckt, waren baden, bla bla bla. Und als wir dann abends ins Bett wollten, lag ich in diesem Bett drin und dachte mir so, es ist alles nass hier drin. Und dann hast du auch mal überall dran gerochen dann, wenn du auf einmal merkst, irgendwas Boah, stimmt hier nicht. Der schlimmste Geruch ever ist feuchter Stoff. Ja. Es ist wirklich schon lange eklig. Feuchter Stoff vor allem. Ja, genau. Und der riecht dann halt auch schon lange feucht. Der hat nämlich wirklich so richtig modrig, schimmelig gerochen. Mm. Wirklich wie, also so wie so ein richtig nasser Keller hat es gerochen da. Mm. Und dann rieche ich durchs ganze Zimmer so und alles hat einfach nur Schimmel gerochen. Joey läuft so mit seiner Nase vorne so durch den ganzen Raum. Als ob ich so ohne meine Nase laufen könnte. Auf jeden Fall bin ich dann so hochgefahren, weil ich gemerkt habe, scheiße, hier stimmt was absolut nicht.
irgendwas ist hier faul, ich will hier nicht mehr sein, so, weil alles war einfach nass und eklig. Und wirklich, ich habe mich so um 23 Uhr, wir lagen schon so im Bett und ich sagte so zu Wolfgang, ich will hier nicht sein, das ist alles scheiße, ich schlafe hier nicht mehr als eine Nacht, ich will hier eigentlich jetzt schon weg, und ich bin so richtig hochgefahren und dadurch ist Wolfgang auch hochgefahren. Mitten in der Nacht ist dann Wolfgang aufgewacht, weil er geträumt hat, dass irgendwelche Affen uns befallen haben im Hotelzimmer, und hat noch so im Traum gesagt, hier ist alles voll mit den Affen, was machen wir jetzt? Oh Gott, ja. Ey. Und am nächsten Morgen bin ich zur Rezeption gegangen und habe richtig auf den Tisch gehauen. Ich habe richtig Stress gemacht und habe gesagt, hier. Kann ich mir so nicht vorstellen bei dir irgendwie. Ja doch, also es liegt bei mir in der Familie tatsächlich. Ich habe nochmal nachgezählt, es gab in den letzten... Nochmal deine Familienmitglieder nachgezählt, oder was? Nein, in den letzten Ich habe nochmal meinen Stammbaum angeguckt. In den letzten drei Urlauben waren nur zwei Hotels dabei, wo ich nicht am nächsten Tag zur Rezeption gegangen bin und ein neues Zimmer haben wollte. Ehrlich jetzt? Ja, also ich bin... Also entweder bist du sehr pingelig oder genau. Du suchst einfach deine Hotelzimmer sehr schlecht. Ich will nicht leugnen, dass ich ein bisschen pingelig bin, was das angeht, aber ich habe das so in die Wiege gelegt bekommen, weil meine Mutter hat immer im Urlaub gesagt, nee, das und das und das gefällt mir nicht, ich gehe morgen zur Rezeption, ja, okay. Und lass das ändern. So, ich will. Crazy. Aber im Endeffekt finde ich es auch gut, weil die meisten geben sich einfach mit dem zufrieden, was sie haben, und wenn mal wirklich was nicht stimmt, wie zum Beispiel Klimaanlage ist defekt und... Ich hätte wahrscheinlich auch nichts gesagt. Ja, und Wolfgang sagte auch zu mir, er oder hätte nichts gesagt. Oder ich hätte vielleicht was gesagt, aber ich hätte mich dann irgendwie abwimmeln lassen. Ja. Und ich habe dann wirklich, wie gesagt, ich habe auf den Tisch gehauen und habe gesagt... Hast du richtig gehauen? Ich habe gesagt, Leute, es ist extrem feucht bei euch in der Bude. Feucht? Feucht. Und alles riecht nach Schimmel. Außerdem ist unser Balkon so klein, dass man kaum darauf stehen kann. Ich will jetzt ein geiles Zimmer haben hier. Und dann haben die so zu mir gesagt, ja, okay, wir können Ihnen ein Zimmer im Deswegen der gute Preis. Ja. Vielleicht. Ja, wir haben dann auch geguckt, dieses Hotel ist halt schon echt in die Jahre gekommen. Das sieht von außen relativ krass aus, aber... Das ist aber bei vielen Hotels so, finde ich. Die sehen dann in der Lobby und so von außen immer richtig schick aus, und die Zimmer selber sind dann so richtig... Vor allem, wenn du die unterste Kategorie hast, was wir ja auch hatten. Dann sowieso. Auf jeden Fall, habe ich dann auch so gesagt, ja, das stinkt hier alles so krass nach Schimmel, ich kann das nicht hier aushalten, wir hatten so eine unangenehme Nacht hier. Und dann meinten die, ja, wir können euch ein Zimmer im Erdgeschoss geben. Ich so, nein, ich gehe nicht noch tiefer, wo es noch modriger riecht, ich will nur weiter hoch. Und ich habe dann irgendwann so richtig geschrien, ne? Ehrlich jetzt? Also ich bin laut geworden auf jeden Fall, ich war da richtig sauer. Wie jetzt Erdgeschoss, ich will nicht das Erdgeschoss. Und dann haben die dann irgendwann gesagt, okay, we're gonna check. Und dann waren die irgendwie wirklich eine Viertelstunde da am Suchen in ihrem Computer, und auf einmal... Weil die irgendwie ausgebucht waren oder so, weißt du, ne? Ja, weil die irgendwie krass, das ist irgendwie so ein halb so ein Familien-Urlaubsresort und halb auch so ein Kongresszentrum da. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Mhm. Die haben selber noch nicht so ganz verstanden, was das Hotel sein soll. Ja. Ganz komisch. Da sind auf jeden Fall, also du siehst, am häufigsten siehst du dort indische Geschäftsmänner. Ja. auf jeden Fall haben wir dann aber, ohne irgendwas dazuzahlen zu müssen, einfach so ein, die haben noch so ein Premium-Haus. Ja, hast, und dann du, hast du dich hochgemeckert, haben wir ein, ne? Premium-Zimmer, ja, bekommen. Ja, da habe ich gesagt, ist richtiger, okay. Richtiger Deutscher bist du, ey. Aber ganz ehrlich, man muss auch mal, also wenn es einem nicht passt und wir haben ja wenn's trotzdem nicht wenig eklig, Geld bezahlt. Ja, wenn es wirklich eklig war, ja. Und du eh da nicht schlafen konntest, dann ist es ja wohl absolut normal. Und also im Gegensatz zu dieser Villa, die wir in Ubud hatten, ist es jetzt auch kein Premium-Zimmer. Ne? Also es ist halt jetzt ein schönes Hotelzimmer mit einem Balkon, wo man sich auch mal hinsetzen kann, aber halt auch nichts krass Besonderes. Man sich auch einmal im Kreis drehen kann. Ja. Aber ich habe da mal nachgezählt und wirklich, es gab nur zwei Hotels, wo ich nicht das Zimmer gewechselt habe, weil meine Mutter mir das in die Wiege gelegt hat. Krass. Ich habe dann auch so mit meiner Mutter gefacetimed. Ich so, Mama, wie sage ich das jetzt genau an der Rezeption? Wirklich? Ja. Oh mein Gott, deine Mama ist so richtig deine Lehrerin. Gratis Upgrades zu bekommen. Oh mein Gott. Ey, aber ich hätte auch dafür bezahlt. Ich wollte aus diesem Zimmer raus. Ja. Also mir wäre es scheißegal gewesen, hätte ich da irgendwie 200 Euro mehr bezahlen müssen, weil ich hätte dort nicht eine Woche ausgehalten, wenn es so nass gewesen wäre im Bett. Das ist echt eklig. Ja, das stimmt. Also, so. Hör ich mal auf, so rumzumeckern hier. Du hast ja jetzt dein schönes Zimmer. Ja. Und das ist auch nicht mehr nass. Boah, hoffentlich denken die Leute jetzt nicht, ich bin so eine Etepetete-Muschi. Ja, bist du ja. Aber nein, nach Quatsch. Wenn es wirklich, ganz ehrlich, wenn man darüber nachdenkt, dass man in so einem nassen Bett schläft, wo es so richtig klamm und eklig ist, wie in so einem Zelt, wo es in der Nacht geregnet hat. Ja. Das will doch keiner. Ja, das will keiner. Nee, vor allem nicht im Urlaub. Aber ich habe auch sehr viel Fernsehen geguckt an einem Abend. Ich saß nämlich wie hypnotisiert vor diesem Fernseher. Ich auch. Weil hier so viel China-TV und sowas läuft. Ich weiß nicht, was du geguckt hast, aber ich war verstört. Echt? Ja. Ich habe nur die ganzen Commercials geguckt, also in China. Ah ja, okay, du hast gar keine Sendung geguckt?
Ich habe keine richtige Sendung geguckt. Ich bin immer zwischen diesen chinesischen Sendern hin und her gesappt und habe diese Werbung geguckt, weil die so krass aufwendig produziert ist. Das sieht immer aus, als würdest du einen Kinofilm gucken und es geht um irgendein Trinkpäckchen. Ja, das stimmt. Das finde ich auch krass. Und vor allen Dingen diese ganzen Stimmen, wie die sprechen, das hört sich so aufgesetzt an. Mm. Das kann doch keiner ernst nehmen irgendwie, oder? Ich weiß nicht, vor allem die Sprache finde ich auch so. Ich weiß nicht, erstmal so ein Blockbuster, wo eine die ganze Zeit so richtig übertrieben drüber spricht. Ja. Und dann geht es um ein Trinkpäckchen. Ja. Wie mir ja konstant verarscht vorkommen eigentlich. Das stimmt, nee, ja. Aber ich habe auch den Fernseher angemacht und irgendwann bin ich auf dem Sender hängen geblieben, weil ich dachte, was ist denn das da für eine krasse Castingshow? Castingshow? Ja. Da waren ganz viele gleich aussehende Frauen oder Mädchen in einer Reihe aufgestellt, die alle die gleichen Kleider anhatten, alle die gleiche Frisur, alle die Haare auch zu einer Seite gleich zur Seite gestylt, Locken, also die sahen wirklich komplett gleich gestylt aus. Und dann war da eine, die an so einem roten Teppich stand und irgendwelche Celebrities begrüßt hat und so. Ich dachte, was ist das? Hä? War das einfach Miss Indonesia? Ich dachte so, wo gibt's denn noch Misswahlen? Ist das kein Ding mehr? Die so krass aufgezogen werden. Naja, ich weiß, dass es noch so Misswahlen gibt. Also es gibt immer wieder so ein Mr. Germany und Miss Germany und so. Aber das ist ja nicht so, das wurde aufgezogen wie DSDS 2014, als es noch krass war. Ja. Und noch heftiger. War DSDS 2014 krass? Ja, also ich habe das immer geguckt und ich habe auch angerufen. Nein, ja. Du hast bei DSDS angerufen? Ja. Julia, ich weiß. Also bei manchen Informationen solltest du die vielleicht nicht outen. Das ist ja unangenehm. Du hast mal DSDS angerufen. Das machen ja, doch nur Leute ab 70. Ich habe Luca Elni angerufen damals, 2012 oder so, wann das war. Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Ja, und bei noch einem anderen, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Es war so ein Blonder, Daniel oder so hieß der. Da Daniele Negroni. Nee, nicht Daniele Negroni. Aber für den war ich auch früher, den fand ich auch cool. So ein anderer, oh das war noch Gott. Früher. Aber das meine ich auch gar nicht, sondern ich war einfach schockiert, weil ich habe mich noch nie so richtig mit Misswahlen auseinandergesetzt. So, ich dachte, da geht es einfach nur darum, so ja, die Hübscheste gewinnt oder so. Aber da geht es anscheinend darum, weil irgendwann wurde dann jede so einzeln nach vorne gerufen. Daniele oder dann jede? Dann jede. Okay. Es geht jetzt wieder um Miss Indonesia, ich bin fertig mit DSDS. Jede wurde so einzeln nach vorne gerufen, nachdem aus 37 Kandidatinnen, ich glaube, 5 oder so ausgewählt wurden. Und die haben sich auch gefreut wie Bolle, als würden die, ich weiß, also ich meine, gut, es ist eine Castingshow, bei der sie teilnimmt, natürlich ja, wollen sie weiterkommen. Die sollten sich freuen. Ja, Miss Bali ist übrigens auch weitergekommen. Huh. Oha. Ja, es gab von jeder indonesischen Insel so eine, oder wie? Wahrscheinlich, irgendwie so, ich weiß es nicht genau. Ja. Aber es gab auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viele indonesische Inseln gibt es denn? Boah, 37? Ich glaube über 2000. Also es gibt so richtig viele. Ja gut, never mind. Aber ja, auf jeden Fall sind da 5 weitergekommen und dann musste jede sich so einer Fragerunde stellen. Und dann war die einzige Frage wirklich eigentlich die ganze Zeit, was willst du mit deiner Schönheit Gutes tun? Wo ich so dachte, wie hast du das verstanden? Was ist das denn? Ja, es war ja auch manchmal auf Englisch. Ah, okay. Also die haben erst auf Indonesisch gefragt, das habe ich natürlich nicht verstanden, aber dann haben die immer auf Englisch geantwortet. Ja. Ich auch dachte so, hä? Echt? Das ist weird. Ja auch komisch. Ja, die Hälfte war auf Indonesisch und die Hälfte war auf Englisch. Und perfekt und für Leute, die nur eine von beiden Sprachen können. Ja, ne, Hammer. Vielleicht habe ich auch das ganze Konzept komplett falsch verstanden. Nee, aber haben die ganzen Mädels halt die ganze Zeit nur erzählt, was sie Gutes tun wollen mit ihrer Schönheit. Wo ich dann immer so dachte, hä? Was willst du mit deiner Schönheit Gutes ja, tun? Ja, es war dann so, I wanna use... Nee, die eine hat irgendwas gesagt, so Beauty is power and I wanna use my power because power is powerful. Oder irgendwie so eine Scheiße hat die da geredet die ganze Zeit. Ich dachte so, was ist das? Was reden die da die ganze Zeit? Und das Schlimme daran war, die haben das so richtig aufgesagt gesprochen. Also man hat richtig gemerkt, dass sie das nicht meinen, sondern dass sie es einfach auswendig gelernt haben. Ja. Und die meisten haben auch voll gestottert dabei und dann so, ah, wie war der Satz nochmal richtig? Ah, ja, genau. So ja, mäßig ja. War das dann irgendwie manchmal, wo ich dachte, du kommst nicht weiter. Du bist auf jeden Fall nicht Miss Indonesia. Miss Bali hat das auch leider nicht so gut gemacht. Scheiße. Ja, aber das Krasse daran war, wie ernst die das alle im Saal genommen haben. Das fand ich so verrückt. Da waren so Judges, also so Jury-Leute, ja. Die denen halt die Fragen gestellt haben und dann auch so richtig so, Ah ja, okay, das willst du mit deiner Schönheit machen? Ja, das ich verstehe immer gut. Noch nicht die Frage, okay. Julia. Was macht man mit Schönheit? Du hast so mit Schönheit. Ja, weiß ich nicht.
Gutes tun. Ja, wie tust du denn Gutes mit Schönheit? Ja, ich weiß es doch nicht. Also du kannst mit deinem Geld vielleicht was Gutes tun, dadurch, dass du da gewinnst. Dass sie hübsch sind, wird ihnen vielleicht mehr zugehört und dann wollen sie ihre Schönheit und ihre Stimme dadurch, dass sie schön sind, nutzen, auf was Gutes aufmerksam zu machen. So mäßig haben die halt die ganze Zeit geredet. Mhm. Und ich dachte halt auch so, warum ist jetzt deine Schönheit, hä? Das war halt so richtig crazy. Aber andererseits kann ich es auch verstehen, weil es ist ja wirklich so. Die meisten Stars, also ich meine, gut, es gibt auch viele Stars, die für ihr Talent einfach Stars sind, aber es gibt ja auch viele, die sind einfach nur hübsch und deswegen werden sie geguckt. Das ist ja genau dieses TikTok-Phänomen auch. Ja, stimmt. So schon alleine diese ganzen Leute, die einfach nur 2 Millionen Follower haben, weil sie hübsch sind. So. Ja, ja. Nichts können weil eigentlich. Sie grinsen oder, ich meine, die können wahrscheinlich schon können. Was, aber da halt nichts ja, anderes machen. Ja, es gibt machen. Auch einige bei TikTok, da weiß man relativ sicher, die können sonst nicht so viel. Ja, okay, so. Wollte ich jetzt nicht so sagen, aber weißt du, und da, denen wird ja auch eher zugehört. Wahrscheinlich ist es so ein Ding halt. Aber es war halt so unangenehm, weil sie die ganze Zeit darüber gesprochen haben, was sie durch ihre Schönheit Gutes vollbringen wollen. So. Und man hat halt gemerkt, die haben alle nichts in der Birne. Ja. Also, alle, die ich. Schön sind, haben nichts in der Birne auch, ne? Das müssen wir auch an dieser Stelle mal sagen. Ja, jeder Mensch. Ja. Nee, aber diese Mädchen, die da halt gesprochen haben teilweise, haben halt so aufgesagt und wie, als hätte ihre Mutter ihnen das einfach nur beigebracht und gesagt, wenn die Frage kommt, dann musst du das sagen. Ja. So war das halt die ganze Zeit. Ich saß da wirklich vor und dachte so, was ist das? Ja. Weil diese Judges das halt so richtig ernst genommen haben auch noch. Also es war nicht mal so, dass die halt einfach zugehört haben, so ja, ja, die labert jetzt hier ihren vorgesagten Text, ich schreibe mir das jetzt auf, sondern die waren wirklich so. Julia, wie lange hast du diese scheiß Sendung geglotzt? Okay, ja, schon so eine halbe Stunde. Also ich habe wirklich schon viel geguckt, weil ich es nicht glauben konnte. Und das war so ein Riesensaal und da saßen so viele Menschen in diesem Saal und haben sich das alle gegeben und haben das alle super ernst genommen. Das ist, glaube ich, ein richtig großes Ding hier. Crazy. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber es wird auf jeden Fall nicht auf Pro7 ausgestrahlt und hat 3 Millionen Zuschauer im Fernsehen. So. Was, in Indonesien? Nein, in Deutschland meine ich. Also es gibt ja immer noch Miss Germany-Wahlen und ach so, ich weiß es nicht, wie das abläuft. Ich so. Weiß halt auch, was aber ich weiß, dass es nicht 20.15 Uhr auf Pro7 läuft. So. Ja, aber ist das überhaupt etwas, was du irgendwo gucken kannst? Hat das überhaupt aufgezeichnet, weiß ich Miss nicht. Germany? Das steht ich dann einfach nur in einer Zeitung drin, in irgendeiner keine Lokalzeitung. Ahnung, irgendwann steht es bei Promiflash. Mr. Germany hat keine Ahnung, was gemacht. Ja, genau. Ist jetzt mit Bachelor-Kandidatin. Genau, und höchstwahrscheinlich ist er dann irgendwann später Bachelorette-Kandidat. Das ist doch genau. Das meiste, was mit einem Miss German, genau, Miss, sowas Miss halt. Todd Germany passiert. Ja, grundsätzlich glaube ich das auch, aber dafür habe ich auch zu wenig Ahnung davon, aber ich habe es auf jeden Fall noch nie gesehen in Deutschland, dass es so riesig aufgezogen wurde. Ja. Die haben das wirklich alle richtig, das war eine riesen Show. Ja. Und es ging eigentlich nur um 37 gleich angezogene, gleich aussehende Mädchen, die alle die gleiche Haarlänge hatten. Ich dachte erst, du wolltest mir jetzt erzählen von so einer Zwillingscasting-Show oder so, nein, weil du so sagtest, die hatten alle die gleiche Frisur und gleichen Klamotten an. Ja, und sowas. I wish, es wäre wenigstens was irgendwie so finde den Doppelgänger irgendwie, ja, sowas. Ja, irgendwann, nee, es war einfach Miss Indonesia und die haben sich alle zum Affen gemacht, aber sowas von. Krass. Das war ganz unangenehm. Ja, ich habe nur die chinesischen Ads geguckt, die ja, fand auch ich nur interessant. Interessant. Und irgendwann bin ich hängen geblieben bei National Geographic und habe mir irgendeine Tierdoku angeguckt auf Australien. Okay, wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller als meine Miss Indonesia. Könnte sein. Ah, so viel davon habe ich auch nicht geguckt. Ja. Ich fand, also, ich habe halt noch nie chinesisches Fernsehen geguckt. Das fand ich halt so spannend, weil ich ja, mir du so hast dachte, auch jetzt boah, nicht chinesisches Fernsehen geguckt, oder? Wie bitte? Das war doch indonesisch. Nein, es war chinesisch. Da gab es so, China TV. Ach so, echt? China. China TV. Es gab auch Korean. Es gab auch einen koreanischen Sender, auch einen japanischen. Cool. Wo ich mir so dachte, ich finde es immer wieder crazy, wenn du dir so überlegst, das gucken jetzt gerade Leute, die in China sitzen und ich auch. Weißt du wie? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie crazy. Ja, das stimmt. Einfach chinesisches Fernsehen. Habe ich noch nie geguckt. Nee, warum auch? Ja. Und wo auch? Nee, ich verstehe es ja auch eh nicht. Hat auch gar keinen Sinn gemacht. Ja, macht gar keinen Sinn. Ey, ich wollte übrigens noch was sagen. Das finde ich gut. Und zwar ist letzten nutzt Samstag... Nutzt du jetzt deine Schönheit mal für was Gutes? Ich nutze Gutes. Meine Schönheit jetzt für was Gutes. Und zwar, um etwas zu shoutouten, was ich wahrscheinlich eigentlich gar nicht shoutouten muss, weil es wahrscheinlich eh schon jeder gesehen hat. Aber falls ihr es noch nicht gesehen habt. Leute, letzten Samstag ist das dritte Hauptvideo von Ju rausgekommen. Songs aus der Bohne, Akt 3. Ich habe bei allen drei Teilen mitgespielt und... Ich wollte nochmal einfach sagen, dass ihr euch das unbedingt anschauen sollt, weil es so geisteskrank geil geworden ist, so viel Arbeit war, was Ju und sein ganzes Team vor allen Dingen auch da reingesteckt hat. Und
was das einfach für ein heftiges Endergebnis war, dafür, dass das einfach sind einfach YouTube-Videos. Ich finde das so geisteskrank, als ich das angeschaut habe. Es sind ja keine YouTube, also faktisch sind es YouTube-Videos, aber es sind eigentlich keine YouTube-Videos. Nein, es sind quasi schon Filme, die ihr da gemacht habt. Es sind Filme. Ja. Und wie krank viel Arbeit die da das ganze letzte halbe Jahr oder letzte Jahr oder die letzten Jahre eigentlich reingesteckt haben, weil ich habe letztens dann auch nochmal so ein paar ältere Videos geschaut und dachte so, wow, 2017, bei dem ersten Video, wo ich mitspielen durfte bei Ju, oder war das erste? Ich weiß nicht, bei Iron Man of the Galaxy, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist aber noch nicht so alt, oder? 2018, 19 oder ich glaub, so? Ich glaube 19. Ja, aber es ist trotzdem 3 Jahre her und das war schon der Aufbau für diese Sachen, die jetzt rausgekommen sind. Ich finde es einfach total crazy. Ja, ist schon krass, was es sich da so aufgebaut hat, ne? Ja, und ich wollte einfach nur nochmal sagen, Leute, schaut es euch unbedingt an, es ist wirklich richtig toll geworden. Die haben sich alle so krass den Arsch aufgerissen und haben da wirklich was richtig Geiles rausgehauen. Sie haben es verdient. Und was ich auch nochmal sagen wollte, ich finde, dass John so geil schauspielern kann. Ich habe dir das letztens irgendwann nach Teil 2 schon mal erzählt. Ich habe jetzt das erste Mal so richtig öfters mal mit John gedreht. Und der spielt so gut und hat so geile Ideen und kann das so super schnell umsetzen alles. Und ich finde, dass er, also ich weiß nicht, ob er underrated ist, aber mir ist das davor nie so richtig aufgefallen irgendwie. Macht er irgendwas Schauspieltechnisches? Naja, bei Ju's Videos spielt er halt viel mit und ich glaube, er würde auch gerne mehr schauspielern und ich finde, er hat richtig krasses Talent. Ja, also an alle Schauspielagenturen. Ja, guckt euch mal bitte John an. Schreibt mal John an, der wird sich freuen. Ja, da gucken wir jetzt gerade, hören bestimmt richtig viele Schauspielagenturen zu. Weißt du doch nicht. Nee, aber wirklich, Leute, achtet mal drauf. Und auch beim Dreh einfach, wie schnell der das alles, ich war richtig geschockt. Ja. Cool. Ja, der war toll. Ja. Der hat das richtig toll gemacht. Ich muss mir noch angucken. Ja, guckst du. Also, guck's dir Wolfgang hat es schon angeguckt. Auch das Spin-off, das war so cool, einfach mit Elif und Taddel, wo ich mir auch dachte, so, hä? Ja. Zur Hölle haben die das ja jetzt wieder hingekriegt. Also, ich habe Teile schon gesehen, aber ich habe es noch nicht ganz. Ich muss es mir noch einmal so in kompletter Länge angucken. Ja, das ist einfach ein Spielfilm. Weil du musst ja auch Zeit dafür nehmen bei diesem Video, ne? Ja, du musst richtig hingucken. Ja. Ich finde es lustig, was für eine hohe Stimme du hast da die ganze Zeit. War es nicht voll anstrengend, die ganze Zeit so hoch zu sprechen? Nee, das macht Spaß. Ich stell dir mal vor, wir würden die ganze Zeit oh so sprechen. Oh mein Gott, ehrlich? Ja, stimmt, ey. Ja. Aber wie anders sich das auch direkt anhört, ne? Ja, und hier stimmt. Bist du so diese Bad Bitch. Ja, absolute Bad Bitch bin ich. Aber hallo, du. Ich werde fast von einem Affen ausgeraubt, aber ich bin eine richtige Bad Bitch. Hey, wenn wir jetzt schon bei Bitch sind, ich habe auch noch eine Story. Wir sind vor 2 Tagen, weil wir dachten, komm, wir müssen es mal gesehen haben, nicht weil wir es so wunderschön dort finden, in die Partymeile von Bali gefahren, nach Kuta. Mhm. Und im Endeffekt hat sich rausgestellt, wir waren ganz an der falschen Ecke, weil ach eigentlich so, hätten echt? Wir nach Seminyak gemusst, was noch irgendwie einmal nördlicher davon ist, weil da waren die krassen Partys. Ah. Wir waren so in der wirklich richtig ekelhaften Ballermann-Ecke oder was? Ballermann-Ecke für richtig asoziale Menschen. Also es war echt crazy. Erstens, das war so eng dort alles. Das war so eine richtig kleine Gasse und rechts und links waren eben diese ganzen Bars und Clubs und so weiter. Und dadurch sind nonstop so viele Autos und Motorräder gefahren. Du hast nicht mehr richtig atmen können da. Du hast nur noch Abgase geatmet. Echt jetzt? Das war richtig crazy. Und Julia, du kannst dort nicht. Also du läufst dort eine halbe Stunde lang und danach bist du einfach fertig mit dem Leben, weil dich wirklich alle 2 Sekunden irgendwelche Leute anquatschen, wo du in den Laden reingehen sollst. Die möchten dich massieren, die möchten dir irgendwas verkaufen. Julia, ich wurde ungefähr 10-mal, und das ist nicht übertrieben, nach irgendwelchen Drogen gefragt, die ich kaufen möchte. Und da war wirklich alles dabei. Echt? Da war Ecstasy dabei, da war Koks dabei. Natürlich war ganz viel Gras dabei. Da war aber auch Valium dabei. Da war What? Viagra dabei. Wo seid ihr denn da hingegangen? Normalerweise fragen die hier nur nach Taxi und Massagen. Ja, nee, die haben von Massage bis zu Viagra haben sie alles gefragt. Der eine Viagra-Typ, der war so richtig hartnäckig. Der ist mit mir dann, wir sind in so einen Supermarkt reingegangen. Der wollte nicht locker lassen, oder was? Ja, und der ist dann mit in den Supermarkt reingegangen, wo wir uns eine Flasche Wasser kaufen wollten. Er so, hey, I give you special price for Viagra. Ich so, I don't need Viagra. Und er so, willst du mich gerade beleidigen? Und er so, are you sure? When very nice lady comes, maybe you need Viagra. Ich so, no, I definitely don't. Dann bin ich rausgegangen. Also, das war jetzt nicht so, dass ich mich so richtig schlimm bedrängt und belästigt gefühlt habe. Ja, naja, aber ist ja schon krass, dass er euch in den Supermarkt folgt. Ja.
Aber also ich dachte mir schon so, boah, krass, ey, das ist, also ich habe danach gemerkt, als wir da raus waren, das war richtig anstrengend, dort diese, wie lange waren wir da, 3 Stunden auszuhalten. Oh mein Gott. Das war richtig krass. Auf jeden Fall habe ich dann wirklich, ich versuche halt auch wirklich den Leuten, an denen du vorbeiläufst und die dich massieren wollen, die wollen, dass du in ihren Läden irgendwie Souvenirs oder Kleidung kaufst. Ich versuche wirklich immer, die nett zu lächeln und freundlich Nein zu sagen, so von wegen, hab kein Interesse. Ja. Aber wenn du alle 2 Sekunden angequatscht wirst, du hast keine andere Wahl, als einfach nur wegzugucken, ja, und sie zu ignorieren. Ja, sonst würdest du wahrscheinlich nur noch, nein, danke, nein, danke. Halt wirklich. Ich überall durch die Gegend laufen. No, thank you. Du bist irre einfach. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann angefangen, die Leute zu ignorieren. Und irgendwann wurden die dann auch so handgreiflich. Nee. Vor allem die Massageleute. Die haben wollen dir zeigen, angefangen, wie gut sie massieren können. Nein, die haben dann angefangen, wenn sie gemerkt haben, ich nehme sie nicht wahr, haben die dann mich einfach angefasst und haben an meinen Händen und Beinen gezogen und so an weiter. An deinen Beinen? Ja, also die saßen ja manchmal auf dem Boden und haben dann einfach so an irgendwo dran gezogen, was sie gerade greifen konnten. Vor allem, als konnten. Würdest du dann sagen, ah ja, okay, dann komme ich. Ja, und einmal war so eine wirklich, die hat so richtig doll an meinem Arm gezogen, sodass ich mich dann tatsächlich belästigt gefühlt habe. Und dann habe ich so gesagt, no thank you, relativ deutlich, und dann bin ich so 2 Stunden weitergelaufen und die ruft mir so nach, irgendwie so richtig, ja, sie hat quasi mir nachgerufen, dass ich eine blöde Bitch bin. Nein. Aber so süß, weißt du, sie konnte das CH nicht so, ja, sie konnte das CH nicht aussprechen, das war dann quasi so, hey, you bitch. Ach so. Oh nein, irgendwie wieder lustig. Ja, aber es war so richtig so, boah, die hat mich richtig krass beleidigt, die hat mich als Gott. Bitch bezeichnet einfach, ne? Ja. Du willst keine krass. Massage, du stupid bits. Ja, stupid bits. Ja, also ich wurde von der Masseurin als Bitch bezeichnet auf der Assi-Meile von Bali. Interessant. Und Julia, wirklich, falls ihr noch dahin wollt, lasst es. Nee, also danke. Es lohnt sich absolut ich gar nicht. Ich brauche auch kein Viagra. Stell dir vor, du bist dann so eine, ja, okay, Viagra for me. Sorry, can I have two? Aber das Krasse ist, hier in Indonesien ist ja diese Drogenpolitik richtig krass, ne? Also irgendwie, wenn du hier mit einem Gramm Gras irgendwie einreisen willst, dann, und das kommt raus, dann bist du irgendwie 15 Jahre im Knast. Also es ist richtig krass, wenn du hier erwischt wirst mit irgendwas, wo ich mir denke, dort wird jeder Scheiß verkauft. Wie machen die das? Ja, aber rein darfst du damit halt nicht. Also so oder so würde ich keine Drogen kaufen. Die wollen kaufen, halt, aber dass du deren Stuff kaufst, deswegen. Ja, meinst du? Sollst halt nicht mit deinem eigenen Zeug kommen. Ja, stimmt. Nee, aber auch, ich glaube, wenn du hier von der Polizei angehalten wirst, also, boah, ja, ich weiß nicht, die sind doch alle super korrupt. Ja, das stimmt. Kannst du den Zehner zustecken und dann sind sie zufrieden. Nee, meinst du? Boah, nee, hätte aber trotzdem voll Schiss da, ey. Ja. Deswegen voll verrückt, dass die so viele Drogen einverkaufen. Weil was ist Valium überhaupt? Das ist so ein krasses Beruhigungsmittel. Keine Ahnung, ich glaube schon. Sowas wie Xanax wahrscheinlich, ne? I don't know. I just know it's very strong. Ja. Nee, auf jeden Fall, ich habe keine Drogen gekauft, aber sehr gut. Gut ich gemacht. Ich war sehr froh, als ich dort weg war. Es war so ein richtig verschenkter Abend. Hammer. Essen war scheiße. Getränke waren teuer. Einmal verstören lassen. Ja. Joey. Ja. Ich habe ein paar knackige Fragen für dich. Was war das für ein Ärgste? Ich weiß auch nicht, wo das auf einmal herkommt. Das war so eine Mischung zwischen Sächsisch und Bayerisch. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Soll ich so auf Sächsisch für dich beantworten? Ja, nee. Oh, du bitte nicht. Nee. Bitte nicht. Aber du dann bitte auch nicht auf Wienerisch, was auch okay? immer das gerade ist. Oh, übrigens wurde von richtig vielen Wienern angeschrieben vor ein paar Folgen, weil wir doch, du hast doch den über Wiener die Akzent. Wiener Würstchen. Nee, du hast diesen Wiener Akzent nachgemacht mit, ich hätte gerne eine Weinschorle. Ich hätte gerne eine Weinschorle. Irgendwie ja, sowas. Und in Wien gibt es gar keine Schorle. Ja, genau, Schorle kennen die ja gar ich nicht. Ich weiß. Das heißt bei denen irgendwie Weinspritz oder irgendwie ist sowas. Ist mir scheißegal. Ja, ich wollte es nur an der Stelle anmerken ja, an alle weiß. Wiener. Aber sonst war mein Akzent doch gar nicht so schlecht, oder? Ich habe auch viele Kommentare gelesen von wegen, das ging ja gar nicht, was wir da versucht haben. Okay. Aber ich glaube, na gut, never mind. Ich glaube, die waren nur beleidigt, dass du das so gut konntest. Obwohl ja, du vielleicht fand ich es auch wirklich sehr schlecht. Ja. Und die dachten sich wirklich so, nee, was ist das für eine Scheiße. Also für mich hat es sich schon so angehört, aber gut, ich komme auch nicht daher. Ja, eben. Jetzt lass einfach die Fragen reden hier. Okay, Frage Nummer 1. Was war, nee, nicht was, sondern wer? Nee, warte mal. Ich glaube, wir müssen auch mal sagen, wo wir hier gerade sitzen. Wir sitzen in Julias Hotelzimmer. Ja, danke für die Info. Das war wichtig jetzt hier an der okay. Stelle. Wer war dein erster Celebrity-Crush? Mein erster Celebrity-Crush? Ja. Der erste, an den du dich erinnern kannst. Boah, das Ding ist, ich habe ja super lange vor mir selbst meine Sexualität verleugnet. Mhm. Deswegen wüsste ich das gar nicht. Aber hast du dir mal versucht einzureden, dass eine Frau dein Celebrity-Crush ist?
Ich war früher so Hannah Montana oder so? Na, ich war früher, als ich noch so, keine Ahnung, 10, 11 war, war ich so ein Avril Lavigne-Fan. Mm. Die fand ich cool, aber ja. Ich glaube, ich fand die nicht hot. Hot und heiß. Hot. Ich fand die nicht heiß. Ja, logischerweise nicht. Ja. Aber hattest du das mal über irgendeinem Typen? Hast du mal irgendeinen Celebrity-Crush gehabt? Also, als ich Jurassic World geguckt habe, oh, fand ich Chris Pratt der heiß. Dino. Ja, nee, der nicht Grüne, der Dino. Der Grüne, der war voll hot. Nee, Chris Pratt ist wahrscheinlich so mein Celebrity-Crush. Aber jetzt finde ich ihn auch nicht mehr so hot. Okay, aber das war so der erste. Also der erste, also der einzige, wo ich auch so ein bisschen so einen Crush drauf haben könnte. Soll ich den mal meinen nennen? Nee, warte. Bestimmt Daniel Radcliffe oder sowas, Harry Potter. Nein. Aber wahrscheinlich genauso absurd. Okay, Bill sag. Kaulitz. Echt? Ja. Oh, sorry, aber das wird nix. Ich weiß. Wirklich? Ist mir dann auch irgendwann klar geworden, ja, so mit 10 oder so. Echt, da hattest du schon einen Crush? Da fandest du jemanden schon heiß? Ich fand Bill Kaulitz richtig, richtig heiß. Das ist so verrückt, ne? Ich fand den so toll, ich war absolut verliebt. Danach war es Justin Bieber. Nein, oh mein Gott. Mein allererster Celebrity-Crush in meinem Leben. Ich habe mit meiner Oma früher immer Musikstadel geguckt und da war immer Florian Silbereisen. Oh mein Gott! Mit seiner blonden Matte, weißt du, als er so blonde Haare hatte. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht, ne? Ich habe keinen Plan, wie Florian Silbereisen aussieht. Ich weiß nur, dass er mit Helene Fischer zusammen ist. War. War? Mhm. Haben die ein Kind? Also ist das von ihm? Nein, die sind schon länger nicht mehr zusammen. Weiß ich doch nicht, Julia. Aber die waren 10 Jahre zusammen. Oh krass. Und ich weiß, dass er Schlager singt, sonst hätte ich ja, keinen Plan, was das für ein Typ also ist. Also mein erster Crush mit 4 war Florian Silbereisen ja, und danach war es Bill Kaulitz. Aber ist das ein Crush? Ja. Mit 4 Jahren kannst du niemanden heiß finden, natürlich! Julia. Ja, was heißt heiß finden? Ich war verliebt in den. Echt, warst du so richtig? Ich glaube, ich war nie verliebt in jemanden. Ja, ich schon. Aber vielleicht war ich auch verliebt und ich habe es einfach so verdrängt, weißt du? Ja, das kann sein. Voll schade, ne? Na, ich habe keinen Crush. Aber, naja, jetzt ja schon. Naja, aber ich bin auch nicht verliebt in Chris Pratt. Ich habe letztens dachte gerade, ja, ich bin aber auch nicht verliebt in Wolfgang. Ich dachte, was sagt der denn jetzt? Nein, in Wolfgang bin ich verliebt. Das kann ich bestätigen. Okay, sehr gut. Dann ist er ja auch dein Crush. Ja, aber ich meine, wir reden ja über andere Crushs. Wir reden ja über äußere Crushs. Ja, genau, so äußere Crushs. So Crushs, wo wir wissen, wir werden niemals mit ihnen zusammenkommen. Das war auch richtig weird. Ich habe vor ein paar Monaten Tokyo Hotel dann mal getroffen. Und ich war früher wirklich ein richtiger Fan. Ich hatte Converse oder ich glaube so Ed Hardy. Ed Hardy. So komische, ja, ganz schöne Zeit. Ich hatte so Schuhe mit Tokyo Hotel drauf. Ich hatte Bettwäsche mit Tokyo Hotel drauf. Ich hatte Poster von Bill Kaulitz in meinem Zimmer hängen. Wirklich ganz, ganz aber schlimm. Aber nur Bill Kaulitz? Die anderen waren kacke? Ja, die anderen waren mega. Ich hatte dann auch mal eine Zeit, wo ich Tom ganz gut fand, weil ich irgendwie dachte, ich mag die neue Frisur von Bill nicht so, deswegen finde ich jetzt Tom toll. Aber eigentlich war es immer Bill und dann habe ich die letztens getroffen, das war mir einfach so unangenehm irgendwie. Aber hat man noch so gemerkt, dass ihr, wart ihr auf einer, also wart ihr auf Augenhöhe zueinander oder war das schon so, dass, warst du immer noch das Fangirl? Ja, schon. Also ich muss sagen, mit den anderen dreien habe ich mich mehr auf Augenhöhe gefühlt. Aber ich glaube, es lag jetzt nicht an Bill selber, sondern für mich war Bill halt immer so früher der Star, weißt du? Ja. Ich glaube, ich habe mich selber nicht auf Augenhöhe gefühlt, einfach weil ich die ganze Zeit so dachte, oh mein Gott. Aber warst du so richtig so... auf meiner Bettwäsche. Aber warst du so ein tatsächliches Tokyo Hotel Fangirl? Also warst du so... Ich habe auch die Musik gehört. Hast du offen dazu gestanden, die Musik zu hören? Ja, ich habe mich auch gestritten. Wie gestritten? Ich habe mir gestritten, wenn jemand Tokyo Hotel doof fand. Weil das war ja früher so voll kontrovers. Entweder du fandst sie super toll oder sie gehasst. Das war ja bei Justin Bieber genauso. Ja, das stimmt. Aber bei Tokyo Hotel, als ich in dem Alter war, wo Tokyo Hotel groß war, ich glaube, dadurch, dass ich schon ein paar Jahre älter war, war es uncool, Tokyo Hotel zu hören. Und ich es war die immer, egal in welchem Alter, gab es Leute, die es uncool fanden. Auch, ja, echt? Auch in meinem Alter, ja. Okay. Also ich weiß, ich habe mal... Ich war früher Bravo-Abonnent und ich habe die Bravo wirklich geliebt. Nein, ja. Echt? Ja, ich hab so viele Bravos noch auf dem Dachboden meiner Eltern. Oh mein Gott. So von 2005. Boah, ich hatte auch eine Freundin, die immer Bravo-Abonnent war und ich war nie Bravo-Abonnent und ich habe dann immer bei ihr immer die Bravo, wie oft habe ich jetzt immer gesagt, bei ihr habe ich immer die Bravo gelesen, weil ich nie eine hatte und ich habe dann nie was mit ihr gemacht, sondern immer ihre Zeitung nur angeguckt. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dich, ich will nur deine Bravo Hast lesen. Hast du eine neue Bravo? Die kommt doch immer mittwochs, oder? Nein, es geht gar nicht darum, was du mit mir machen willst oder so. Ich will nur die Bravo. Ja. Ey, aber dafür wollte sie danach immer nur was mit meiner kleinen Schwester machen, als sie geboren wurde. Oha, krass. Ja.
Naja, auf jeden Fall war in einer Bravo mal so eine kleine Mini-CD. Das war wirklich die kleinste CD, die ich jemals gesehen habe, wo ein Song von denen drauf war. Ich weiß auch noch, wie der hieß. Lebt die Sekunde. Oh ja, ja, kenne ich noch. Ja, von Tokyo Hotel. Und ich wusste, ich muss mit dieser CD so umgehen, dass niemand sie findet, weil niemand darf herausfinden, dass ich eine Tokyo Hotel CD habe. Ich habe damit wirklich so, also es war für mich so richtig. Nein, es ging, leb die Sekunde, hier und jetzt. Halt sie fest. Vor allem gut, ich habe den Text kann, oh mein ne? Gott, ja. Ich hab die CD ein paar Mal gehört. Ich muss jetzt hier mal ehrlich sein. Richtig dumm auch, dass du da als Kind so, so Angst davor hattest, gemobbt zu werden, weil du Tokyo Hotel hörst, ne? Ja, total bescheuert. Aber auf jeden Fall. Ich stand immer dazu. Deswegen wurde ich auch gemobbt. Also ich war kein krasser Fan, aber ich glaube, wäre ich unvoreingenommen gewesen, hätte ich deutlich mehr Tokyo Hotel gehört. Und tatsächlich waren die auch. Die waren voll cool. Es gibt so ein Lied, das fand ich so im Nachhinein, wo ich es jetzt nochmal gehört habe, richtig krass. Aber mir fällt gerade nicht ein, wie es. Rette mich, kann das sein? Ja, gibt's auch. Das ist so ein richtig krasser Text, wo du kriegst richtig Gänsehaut, wenn du das hörst. Die haben generell krasse Texte gehabt. Also, die haben Sinn gehabt. Mal Shoutout an sich, Tokyo Hotel kann man sich echt geben. Selbst wenn man jetzt sagt, hier irgendwie ist nicht meine Songs Musik. Die alten Songs waren wesentlich besser. Ja, jetzt machen die was ganz anderes, ne? Ja, jetzt ist es halt so, wir müssen in die Charts kommen, mäßig. Ja. Ich habe lange nichts gefühlt mehr gehört von schon. Denen. Also ich meine, die sind immer noch nicht schlecht, aber ich finde, es hat halt nicht mehr den Charakter von denen. Also es ist nicht mehr so... Ja, aber gut, die entwickeln sich auch ja, weiter. Ja, klar, die sind, entwickeln sie sich die? Weiter, Mitte aber ich 30? Finde, die Songs haben halt nicht mehr so dieses Alleinstellungsmerkmal, wie es früher war. Ja, ja. Und das ist ja eigentlich das, was dann Musik von jemandem ausmacht, dass er halt den richtigen, dass er Charakter hat. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Nur dadurch wird es ja richtig gut. Ja, aber Veränderung ist trotzdem wichtig. So, ja, du kannst nicht auf der Stelle aber stehen. Aber halt keine gute Veränderung. Ja, manche verändern sich dann halt vielleicht in eine andere Richtung. Für meinen Geschmack. Hast du ihnen das auch gesagt, als du sie getroffen Natürlich hast? Natürlich nicht. Also eure Musik finde ich jetzt kacke, ne? Wollte ich jetzt schon mal anmerken. Ich finde sie nicht kacke. Ich finde sie nicht kacke. War aber keine gute Veränderung. Ich höre sie immer noch. Also ach, die neuen Songs, noch? Ja. Ich habe auch irgend so ein Lied gerade im Kopf. Aber ich halt weiß, nicht mehr so heißt. Gerne wie früher. Ein Lied von den neueren hab ich auch ein paar Mal gehört. Es gab jetzt Him, dann gab's, warte mal, welches ist es? Gab diesen denn? Einen, der war auch bei Germany's Next Topmodel letztes Jahr, der... Ja, aber das war ja der, Wie hieß denn der, Black and White oder irgendwie sowas? White Lies. White Lies, Black and White. Black and White, ja, weil das Intro schwarz-weiß ja, war, oder genau. Was? Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Naja, dein Celebrity Crush. Ach ja, der Celebrity Crush. Aber gut, Crush. Das haben wir jetzt eigentlich abgefrühstückt. Ja, so, ja. Nächste Frage. Selbst wenn du nichts anderes zu essen hättest, was würdest du niemals runterbekommen? Also wenn du wirklich, sonst, ich würde es jetzt nicht so weit treiben, dass du verhungern würdest, aber wenn du nichts anderes hast, richtig Hunger hast, aber was würdest du trotzdem nicht essen? Was du so eklig findest. Ich überlege gerade, also generell rohes Fleisch wäre wahrscheinlich schwierig, außer es ist Fisch. Ja, okay. Also aber wenn ich jetzt in so ein rohes Putensteak, ich glaube, da würde ich kotzen. Da würde ich kotzen, wenn boah, ich das irgendwie schon versuche. Schlecht, wenn du darüber redest. Ja, ja, okay, nicht so unzumutbare Sachen. Ja. Ja gut, aber ich meine, früher in der Steinzeit haben die Leute das... In der Steinzeit ja, haben die das selbst übers Feuer... Ich glaube, da hat man Fleisch auch öfter mal roh gegessen. Ist ja, kann man doch eigentlich auch, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Boah, wie wir auch immer nicht richtig Bescheid wissen über das, was wir reden. Ja, ne? Aber warum reden wir auch andauernd über Fleisch? Was ist denn eigentlich mit uns? Reden wir oft über Fleisch? Ja, irgendwie schon. Letztens haben wir darüber geredet, was für Wurst wir wären. Na, an sich... Letzte Folge ging es auch irgendwie darum... Wie geht's andauernd mit Fleisch? Wir haben gar nichts zu tun. Ja, es gibt ja Vegetarier, die sagen, oh mein Gott, seitdem ich Vegetarier bin, kann ich kein Fleisch mehr essen. Finde ich so eklig. Ugh. Naja, sie essen ja auch kein Fleisch. Ja, aber ich wüsste ganz genau, mir würde das trotzdem schmecken. Ja, und same. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir zu Hause irgendwie Gäste haben und die bestellen sich da irgendwas und da ist Fleisch mit drin und dann lassen die das stehen und wir tun das dann irgendwie in den Kühlschrank für den nächsten Tag, weil es zu viel ist, dann schmeiße ich als Vegetarier das ja auch nicht weg, dann esse ich das trotzdem, weil ja. Dann, also okay. wenn ich es wegschmeißen würde, wäre das Tier ja, wegen da, noch... Es kommt halt dann immer drauf an, warum du Vegetarier bist, ne? Manche ja, finden ja Fleisch einfach eklig, andere wollen halt nicht, dass die Tiere für sie sterben ja. Und ja. Also aus moralischen Gründen würde ich dann denken, ja gut, dann esse ich das lieber, bevor ich es wegschmeiße, so dann damit es noch wir irgendeinen da Sinn hatte. Wir hatten da auch damals eine... Freundin von mir in unserer Gruppe, die war damals die einzige Vegetarierin und früher, also was heißt früher, aber da war das halt noch nicht normal so, dass man Vegetarier ja. war und das war immer so crazy, ach so, wir müssen für sie ja noch eine andere Pizza bestellen so und ja. Dann hat sie aber einmal, weil keiner sie gegessen hat, eine Schinkenpizza gegessen und dann waren wir alle so, hä, was machst du denn jetzt, das ist ja total komisch, sie so, ja, aber so, das Tier ist doch eh tot und ihr schmeißt es sonst weg, kann ich es jetzt auch essen ja. Und da dachte ich dann so, hä, macht irgendwie Sinn. Ja. Ja.
Naja. Finde ich irgendwie logischer, irgendwie. Ja, stimmt. Außer du sagst jetzt wirklich, du findest den Geschmack von Fleisch kotzeklig. Gibt ja Leute, die das sagen. Ja, oder weil es ungesund, bla bla bla, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hör mal auf, über Fleisch worüber zu reden. Wie kam mir denn jetzt wieder da? Ja, ich würde kein rohes Fleisch essen können wahrscheinlich. Ja, aber klammer eine das Ratte mal aus. Eine könnte ich nicht essen. Nimm doch normale Sachen, aber Joey. Was meinst du, ein Gemüse? Ja, keine Ahnung, eine Paprika. Warum soll ich die nicht essen können? Oder Nasi Goreng, keine Ahnung. Irgendwas, was du halt gar nicht... Ich wollte dich einmal nur fragen, was für Essen du nicht magst, aber auf eine coole Art und Weise, okay? Ah, okay. Ich finde gerade für mich heraus, dass Knoblauch und Zwiebeln geil schmecken können. Boah, unnormal. Das findest du jetzt erst raus? Ja, ich war früher nie Zwiebel- oder Knoblauch-Fan. Ja, aber nur weil du Angst hattest zu stinken. Nein, das hat nichts mit Stinken zu tun. Ich fand es eklig einfach. Ja, weil du dachtest, dann nicht wegen des Stinkens, wirklich nicht. Ich schwöre auf mein Leben. Du findest auch ungesunde Sachen eklig, weil du denkst, es ist ungesund. Ja, weil ich mir obwohl es eigentlich geil schmeckt. Ja, aber so eine Pizza, weiß ich nicht. Nee, mag ich nicht. Magst du bestimmt. Du magst es nur nicht, weil du denkst, es ist ja ungesund. Ja, weil ich mir so denke, das ist nicht vollwertig. Da sind nicht genug gute Sachen für mich. Ja, crazy Körper bist du. Dass das so deine Motivation ist bei Essen. Ich meine, voll gut. Meine ist es nicht. Ja. Aber ich bin sowieso ganz komisch. Ich bin, mir schmecken Sachen besser, wenn ich weiß, dass die Nährwerte darin ja, gut genau. sind. Ja, genau. Das ist so ein bisschen so, crazy. So, wenn ich bei weiß dir. Irgendwie, wie, was hat so ein Essen ist, hat wenig Fett drin und gute Kohlenhydrate und viel Protein, dann schmeckt mir das auch umso besser. Lecker. Ja. Echt? Mir schmeckt es dann immer umso schlechter. Wenn jemand zu mir sagt, das ist so ein spezieller Vollkornteig in der Pizza und gleichzeitig enthält er noch ganz viel Protein, dann würde ich die Pizza lecker finden. Aber wenn es eine normale, richtig geile Pizza ist, dann ja, findest du so eklig? Weißbrot und dann viel Käse drauf, ist alles ungesund. Das ist auch einfach, glaube ich, eine Störung. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich geht das auch wieder in das Thema Essstörung rein. Das war jetzt ein bisschen hart gesagt. Ja. Entschuldigung. Nee, ist ja richtig. Aber ich will an dieser Stelle auch an all unsere Hörer jetzt großer Appell. Groß. Ihr wisst, was ich meine? Ja. Es ist nicht gut, sich danach zu richten, wie ich esse. Es ist auch nicht gut, sich daran nachzurichten, wie ich esse. Ja, von daher also... Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu, es wird nur noch schlimmer. Ja, sag mir einfach, was für Essen du nicht magst, Punkt. Was für Essen mag ich denn nicht? Ich weiß es nicht, Julia. Du weißt nicht, welches... Gibt es nichts, was du nicht magst? Mag ich denn Nudeln. Nicht? Nudeln. Aber Nudeln würdest du doch essen. Ja, natürlich würde ich Nudeln essen, wenn es nichts anderes mehr geben würde. Also ich kotze jetzt nicht, wenn ich eine also Nudel esse. Du würdest alles essen. Ich krieg alles runter, ja. Echt? Oder, was ich schwierig fand hier, wir haben doch mal für ein Video ein Insekt gegessen, so eine Heuschrecke. Das war richtig eklig. Ja, aber ich glaube, die war einfach nicht zubereitet. Die hätten wir noch, glaube ich, frittieren müssen. Wir haben die in der Pfanne gebraten. Ja, aber das war auf jeden Fall nicht richtig zubereitet. Das hat richtig ekelhaft geschmeckt. Das war einfach nur so verbranntes Tier, aber es war nicht gebraten. Ja, gut. Das war richtig eklig. Das war angekokelt. Also da habe ich schon krasse Würgereize gehabt, aber ich glaube, ansonsten kriege ich alles runter. Ich wollte, als ich mal vor ein paar Jahren in Thailand war, wollte ich auch mal so gute Insekten quasi essen, also gut zubereitete. Mhm. Und da habe ich aber so ein paar Sekunden zu lang drauf geguckt und dann konnte ich es nicht mehr kaufen. Ging okay. nicht. Weil also so, wenn du dir so anguckst, wie so eine Heuschrecke da mit Flügeln, mit Beinen und mit Augen da frittiert wurde und du isst dann halt, du beißt auf den Kopf drauf, boah, nee. Dann würde ich kotzen, glaube ich. Ja. Aber ansonsten, was hast du denn so? Ja, bei dir ist ein Weinblatt, ne? Ja. Nee, sowas kann ich alles essen. Also Weinblätter würde ich wahrscheinlich auch irgendwie runterbekommen, wenn ich nichts anderes hätte. Ja, obwohl, ich muss schon manchmal würgen dabei. Du würdest, schmeckt ey, schon du scheiße. Du würdest dich wundern, was du alles runterkriegst, wenn es drauf ankommt. Ja, aber so ein Rosenkohl? Klar kriegst du schon einen Rosenkohl ekelhaft. Runter. Also na. Rosenkohl würde ich niemals freiwillig essen, weil es schmeckt einfach, wie ein Furz riecht. Ja, aber du nimmst es jetzt gerade auch wirklich zu ernst, die Frage. Ja, ja, aber du hast die so gestellt. Natürlich würde man irgendwie alles runterkriegen. Ach Mann, ich fand die Frage so cool. Vor allem ich so, wenn ich jetzt, wo ich verstehe, worauf du hinaus wolltest und ich fange an mit, ja, so rohes Tier, würde ich nicht essen können. Ja. Oh Gott, ey. Oh, oh komm, mein nächste Gott. Frage, ja, Julia. Never mind. Okay. Was war dein letzter Fehlkauf? Boah, ich habe einen, glaube ich. Ja? Ich habe letztens was fehlgekauft. Ich kaufe andauernd irgendwas fehl. Was habe ich denn fehlgekauft? Ich müsste jetzt mal in meine Amazon-Bestellliste gucken. Mhm. Ich kaufe generell oft Pflanzen fehl. Wieso? Weil dann irgendwie ich viel Geld für irgendeine seltene Pflanze ausgebe und dann merke ich, oh scheiße, habe ja gar keinen Platz mehr zu Hause. Ja, okay, das ist aber dann kein typischer Fehlkauf, ja, im Sinne von, genau. Sie ist doch hässlich oder so. Ach, so generell, wenn du bei ASOS einkaufst, machst du öfter mal Fehlkäufe. Ja. Da habe ich letztens so ein langärmliches T-Shirt, so ein Longsleeve gekauft, ne? Und der sah echt cool aus, aber der war zu lang.
So, weißt du, der ging einfach so komplett über den Arsch, das sah kacke aus. Und da dachte ich, komm, du behältst den und gehst zu der lieben Änderungsschneiderei Omi hier nebenan und lässt den für, keine Ahnung, 3 Euro umschneiden. Machst du halt eh nicht. Dann gehe ich da hin, doch ich bin hingegangen. Und dann sagte die zu mir, es kostet 12,99, wo ich schon dachte, ja, so viel hat der, also kostet der Longsleeve gleich irgendwie ein Drittel mehr. Hä, aber warte mal, du wolltest es nur kürzen lassen? Ich wollte es nur kürzen lassen. Ja, ich wollte nur unten machen. Quasi 3 Zentimeter wegmachen. Ja, das kriegt man doch hin. Hä, hast du eine wie Nähmaschine? Heißt das? Nähmaschine? Ja, meine Mama. Oha. Ich nähe ganz oft Sachen um. Also meine Ich kaufe mir so, jede Hose, die ich besitze, glaube ich, habe ich selber umgenäht. Krass. Ich mache auch ganz oft in meine Hosen Gummis rein, also so breite Gummibänder, weil mir alle Hosen immer obenrum zu breit sind, aber untenrum halt nicht passen würden, wenn sie obenrum passen würden, weißt du? Das ist ja verrückt. Wie hast du das gelernt? Meine Mama ist Schneiderin. Quatsch, echt? Ja. Ja, okay, dann ist ja was anderes nochmal. Aber das ist auch nicht schwer. Nee? Nee, wirklich nicht. Nee, der Beruf von meiner Mutter ist eigentlich voll unnötig. Nein, der ist nicht unnötig, der ist extrem praktisch. Aber es ist sowas machen, es gibt Sachen, die super schwer sind als Schneiderin. Also es gibt viele Sachen, die könnte ich im Leben nicht. Ja. Aber so eine Hose, so einen Gummizug da reinmachen, muss einfach nur die Hose innen drin so ein Stück aufschneiden am Saum oben, dann so ein Ding da durchfädeln und dann festziehen und festnähen. Ja. Das ist super easy. Ja, verrückt, ey. Ja, voll praktisch. Also meine Oma ist auch sehr gut da drin, die hat auch eine Nähmaschine und ich bin früher auch immer zu meiner Oma gegangen und habe gesagt, hier Oma, mach mal hier das und das und dies. Aber ich will auch meine Oma nicht extra immer wegen jedem Scheiß da, weil die ist auch schon irgendwie Ende 70 und die hat da auch keinen Bock mehr, den ganzen sicher? Sachen da umzunähen. Vielleicht hat sie Spaß dran. Ich bin sicher, dass sie Ende 70 ist, ja. Sicher, dass sie Ende 70 ist? Nein, sicher, dass sie Spaß hat. Die meckert hat. Schon, inzwischen meckert die ein bisschen rum, weil alles ein bisschen anstrengender wird, so, ja, okay. Wenn die Hände nicht mehr so mitmachen, wie sie wollen. Ah, ja, wie okay, sie das ist natürlich dann nicht so schön. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das war ja zu lang, dieser Longsleeve, ne? Ja. Und ich so, 4 Zentimeter können sie locker wegnehmen, gar kein Problem. Oh mein Gott, ja. Dann hab ich's wieder du hast bekommen. Es dann aber gemacht, oder was? Ja, natürlich. Ich habe gesagt, ja, kann sie nächste Woche abholen. Hab ich's also abgeholt. Also echt für 12,99 Euro? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Diese Rückgabefrist bei ASOS war vorbei. Ach so, ja gut, dann. So, entweder es hätte so zu lang im Schrank gelegen oder... Oder du hättest halt nochmal 12,99 draufgeklatscht, genau. Ne? Ja, gut. So, und dann habe ich es abgeholt und dann war es zu kurz. Nein. Und jetzt habe ich einen zu kurzen Longsleeve. Also, es ist gerade so noch machbar. Hast du einen Crop-Top? Jetzt sieht man deinen Bauchnabel? Nee, so kurz eben nicht. Aber so, wenn du so ein bisschen deine Arme so hoch machst, weißt du, dann sieht man meinen Bauchnabel. Ah, krass. Und das sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber für 12,99 hättest du dich schon mal abstecken können. Gucken ja, können, ne? Ob's dachte dir ich passt mir dann auch. Nicht. Aber ich war so sehr zuversichtlich, weißt du? Ich war sehr optimistisch, so, ja, 4 Zentimeter locker. So habe ich auch zu ihr gesagt. Wusstest du auch, wie viel 4 Zentimeter sind? Nee, das ist, glaube ich, das Problem gewesen. 4 Zentimeter klingt so wenig, aber eigentlich ist es schon viel, ist ne? Schon viel. Ja. Aber andererseits auch wenig dafür, dass du sagst, es ist viel zu lang. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Vielleicht hat die Omi auch nicht mal so gut sehen können. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt zu kurz und jetzt liegt es auch im Schrank. Na toll. Und ich habe nochmal 12,99 extra bezahlt. Super. Ja, das war mein letzter Fehlkauf, okay. Das logge ich ein. Und deiner? Alles klar. Auch keine Ahnung, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Die Fragen waren ja an dich. Ey, aber, müsste ich jetzt überlegen. Das ist mir zu spontan, Joey. Ja, kannst okay. mich doch nicht kannst einfach du, so was fragen. Kannst du in der nächsten Folge sagen. Ah, doch, ich habe letztens eine Klammer gekauft, so eine Haarspange, die voll schön aussah, aber die tut so weh, wenn man die in die Haare macht. Und die hat bestimmt auch so richtig viel Geld gekostet, ne? 12 Euro, glaube ich auch. Ja, okay. Aber es war so eine hübsche, deswegen dachte ich so, voll cool. Aber normalerweise sind die halt so an den Kopf angepasst irgendwie. Also diese Haarspangen, ich habe hier sogar gerade eine, ja. Die sind dann halt so... So ein bisschen gebogen. So ein bisschen gebogen, dass es halt so an den Kopf hier passt. Aber die war einfach gerade. Und wenn du dir diese Klammern davon anguckst, also diese Nadeln-Dinger da, so das, was die Haare greift, das sind Nadeln. Krass. Das tut so weh. Also richtig spitz einfach. Richtig spitz und dünn. Geht gar nicht. Aber soll ich dir mal was sagen, was mir gerade aufgefallen ist? Es gibt so eine richtige Palette an Produkten, wo ich keinen Plan davon habe, wie viel man dafür ausgibt. Wie zum Beispiel Haarspangen, weil ich ja offensichtlich kurze Haare habe. Oha, sollen wir das mal machen? Ich weiß nicht, wie viel eine Packung Tampons kostet. Ich weiß nicht, wie viel ein BH kostet. Kein Plan wirklich. Ich würde dir 100 Euro glauben und ich würde dir 10 Euro glauben. Naja, gibt auch beides.
Aber so diese ganzen Produkte, die nur Frauen benutzen. Soll ich mal nächste Woche so ein paar Produkte raussuchen und du musst mir erraten, wie viel die kosten? Ja, können das ist so eine richtig machen, alte YouTube-Challenge. Ist ne? das so? Ja, ich glaube, früher gab es das ganz oft, dass irgendwie mein Freund rät, wie viel Frauenprodukte kosten. Ja, aber wenn du mit einer Frau zusammen bist, dann weißt du das ja. Dann warst du ja mit deiner Frau auch schon, bei deiner Freundin oder Frau oder was auch immer, auch schon mal im DM oder so. Nein, nicht alle. Ja. Die ganzen Macho-Schweine, die ja, in den Hacker ja, ganz nicht rein. Ja, ihr blöden Wichser, ey. Was für, ja, genau. Was für eine Folge, ey. Gar kein Plan, was das für eine Folge ist, die wir gerade aufnehmen, nicht, ey. Ich laber einfach die ganze Zeit. Ich will einfach am Strand. Ganz ehrlich, Leute, ich bin heute Morgen mit Kopfschmerzen aufgewacht. Ich bin fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Und das Ding war ja auch, wir haben das noch gar nicht erzählt, den ganzen Tag eigentlich verschwendet. Ja. Es ist 15 Uhr jetzt, Leute. Nee, es ist 16 Uhr. Was? Oh Gott, nee, oder? Es ist 16 Uhr. Scheiße. Und wir haben heute noch nichts Schönes gemacht. Wir saßen einfach anderthalb Stunden. Nee. Wir sind insgesamt sind wir 3 Stunden hier durch die Pampa gelatscht und haben einen Laden gesucht, wo wir Motorräder ausleihen können. Ja, also Roller. Ja. Ja. Und dann haben wir einen gefunden, der uns gesagt hat, so ja, ich habe Roller, weil er uns auf der Straße angesprochen hat. Er sagte so, auch, er hat 4. Ja, wir meinen halt, wir brauchen 4, weil wir sind in die ganzen Läden gegangen und die meinten ja, sie haben keine mehr, weil die alle schon weg sind. Mhm. Und er meinte dann, er hat 4, dann sind wir mit dem da hingelaufen, erstmal noch irgendwie so einen Kilometer weit oder so. Und dann standen wir da und dann hatten die tatsächlich 4 und dann meinten die aber, ja, aber bei 2 müssen wir die Reifen noch auswechseln, also wir holen noch andere, wartet 20 Minuten, ja, ja, dann sind die da. Und dann haben wir 20 Minuten gewartet und dann waren wir irgendwann so, ja, was ist denn jetzt, kommen die noch? Ja, noch 5 Minuten und dann und so, das ging wirklich 10 Minuten später, 2 Minuten noch, ja, 10 Minuten später, na, 5 Minuten, wir holen noch. Und dann kam irgendwann der dritte, aber ja, der vierte nicht. Und dann nochmal 5 Minuten, wir so, ja, okay, wir warten jetzt nochmal 5 Minuten, dann 5 Minuten vorbei, 2 Minuten, ja, das war wirklich die ganze Zeit, ging es immer weiter. Und die waren die ganze Zeit am Rumtelefonieren und so. Also die hatten safe die gar hatten keinen einfach, vierten. Die hatten einfach keinen vierten Roller für uns und wollten uns aber nicht sagen, haben wir jetzt nicht. Wir haben danach, also wir waren im Endeffekt ungefähr 1 Stunde da und haben auf diesen scheiß Roller gewartet und irgendwann waren wir dann so sauer, dass wir gegangen sind. Ja. Und dann haben wir uns in irgendein Restaurant reingesetzt, haben uns voll gefressen und sind wieder nach Hause gegangen. Deswegen, also der Tag war wirklich so richtig sinnfrei. Wir haben die ganze Zeit in so einem Hinterhof von einem komischen Friseursalon gesessen, ja, die halt gleichzeitig auch noch Roller verkauft haben, aber gar keine Roller hatten. Das war ein ganz, ganz weirder Laden da. Das war auch wirklich weirder Vormittag einfach. Ja, aber wir haben danach drüber geredet und es könnte vielleicht sein, dass es so ein bisschen an der Kultur hier liegt. Dass also sie wir nicht haben Nein noch nicht, sagen. Genau, dass sie, also es gibt verschiedene wollen. Kulturen, wo Menschen nicht Nein sagen dürfen oder nicht wollen, weil das halt unhöflich ist. Und deswegen haben die uns wahrscheinlich ja gesagt, obwohl sie genau wussten, das wird sehr schwierig, noch einen vierten zu bekommen. Ja, vielleicht. Also irgendwie tat es mir dann auch die ganze Zeit ein bisschen leid, weil die sich echt irgendwie Mühe gegeben haben, habe ich gedacht. Ja. Aber irgendwie war es trotzdem halt so. Ja, aber irgendwann musst du schon sagen. So, ja. Also wenn dir ungefähr 20 Mal gesagt wird, du musst noch 20 Minuten warten, aber dann kommt es wirklich und es kommt einfach nie. Naja, es waren ja nicht mal 20 Minuten, sondern die haben ja 5 Minuten die ganze Zeit gesagt. Ja. Und dann nach 20 Minuten haben sie wieder 5 Minuten. Aber sie haben auch gesagt. 3 Mal gesagt, noch 15 Minutes. Ja. Die haben alles mal gesagt. Die haben alles gesagt. Also zwischen 1 Stunde und 1 Minute war alles dabei, was sie gesagt haben. Ja, Kach, ey. Boah, das irgendwann war das dann schon und irre. Und da kamen auch immer mehr Leute, die dann auch immer irgendwie telefoniert haben. Da wollte er uns plötzlich seinen eigenen Roller geben, meinte aber, der fährt nur 30 ja, oder so. Ja, und mehr kommt man eh nicht hoch damit. Ja, und mehr kommt man auch nicht hoch, genau. Und irgendwann hat uns die ganze Straße von diesen Leuten, die da gewohnt haben, schon angestarrt. Und was machen diese Europäer hier? Ey, könnte ich einfach ihren scheiß Roller mieten es halt und gut wirklich, ist? War dann irgendwann auch so, dass die Leute von dem Laden dann irgendwelche Leute da angesprochen haben, ob die uns die Roller geben irgendwie so. Und das ja. ist richtig komisch. Und ich dachte, okay, wir können auch einfach gehen. Ja. Es ist okay, wenn ihr keine habt. Das ist auch richtig, richtig traurig. So jeder, der aus Bali kommt, erzählt von krassen Rollergeschichten und wir haben es nicht mal geschafft, scheiße Roller zu mieten. Nicht mal geschafft, einen zu kriegen, ja, Mann. Oh mein Gott, okay. Joey, letzte Frage und dann gehen wir bitte an den Strand und machen noch was Schönes heute, ja, okay? Ja. Also ich meine, die Podcast-Aufnahme ist natürlich ja, total die ist auch schön, schön ja. Ich will trotzdem ans Meer. Okay, welche Kunst würdest du gerne können? Oder was würdest du gerne für ein Talent haben, was du aber nicht hast? Weißt du, was ich meine? Was man so als Kunst irgendwie beschreiben würde vielleicht. Mhm. Also ob es jetzt irgendwie malen oder Klavier spielen oder was auch immer ist. Was du ja, ich glaube am ehesten so Instrumente schnell beherrschen zu können, weißt du? Also da so das Talent zu haben, schnell Instrumente spielen zu können und die zu lernen.
so Klavier spielen zu können. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo lang, dann steht da so ein Klavier, so was du nutzen darfst und dann spielst du da auf einmal ein übelst krasses Lied da drauf. So richtig heftig, ne? So, das ist schon irgendwie, das ist eine geile Fähigkeit, die man hat. Das so richtig gut zu können. Ich meine, du kannst es natürlich zwar lernen, aber nicht alle können es so richtig krass lernen. Ja, genau. Ich habe das ja auch versucht. Ich hatte ja so, im Januar habe ich ja meinen YouTube-Kanal beendet und dann dachte ich so, ja, ich muss jetzt meine Kreativität anders irgendwie kennenlernen. Ich muss die anders aus mir rauskitzeln und habe mir erstmal so ein E-Piano gekauft. Wahrscheinlich schon der erste Fehler. Ja, hab dann 2 Wochen versucht, wie bekloppt Klavier zu lernen, bis ich gemerkt habe, es ist irgendwie einfach so, bei manchen Sachen springt so dieser Funke über und bei manchen denkst du dir so, ja, ich könnte jetzt sehr viel Kraft und Zeit investieren, um das zu lernen, aber ich könnte es auch einfach lassen und das machen, was ich besser irgendwie kann. Mhm. Gibt's aber auch was, wo du richtig gern, weil ich meine, Klavierspielen kannst du trotzdem lernen, da musst du halt viel Zeit für aufbringen, aber irgendein Talent oder so? Ich zum Beispiel, ich kann eigentlich ganz gut zeichnen oder malen, aber ich kann nicht so richtig geil zeichnen oder malen, weißt du? Ja, würde ich jetzt auch so. Also boah, das finde ich so, ich meine, ich bin eigentlich ganz gut darin, Gesichter zu malen, also so Porträts oder sowas zu machen, aber halt nicht so, dass es richtig, richtig echt aussieht. Das würde ich so gerne können. Ich kann dir sagen, was ich am geiles wenigsten Porträt zeichnen können. Ich kann dir was Kontroverses sagen, was ich am wenigsten gerne können wollen inspirierend würde. Finde an einer Kunst. Oh, okay. Tanzen. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber egal, ob das jetzt Breakdance oder irgendwas Traditionelles ist oder halt einfach irgendwas, keine Ahnung, Salsa-Tanz oder so, wo Leute so richtig krass Taktgefühl und richtig viel Talent brauchen. Es berührt auch, mich einfach nicht. Ja, ich finde, beim Tanzen ist es sowas, das verstehe ich einfach nicht so richtig, dass man dafür so viel Talent braucht. Mhm. Weil es irgendwie, es klingt so kacke, aber es sieht einfach aus, aber ist es ja absolut nicht. Nee, und also, ich rechne das den Leuten selber, auch sehr hoch an. Es ist geisteskrank, dass sie das können, weil wenn man es dann mal wirklich selber versucht, merkt man so, klappt gar nicht. Ja. Und eigentlich ist es richtig heftig, aber ich denke, das ist sowas, wo ich auch immer denke, so easy. Ja, irgendwie so, ist irgendwie so unwichtig, ne? Ob der jetzt Breakdancen kann oder nicht, ist mir irgendwie egal. Also ja, so gar nicht abwertend gemeint. Breakdancen zum Beispiel, das finde ich schon wieder cool. Also das gucke ich mir schon wieder gerne an. Aber ich weiß nicht, wie jetzt so Leute Salsa tanzen oder so. Nee, auch Breakdancen. Na, obwohl, ich würde es schon irgendwie gern können. Ja? Ja, irgendwie finde ich es schon cool. Nee, also ja, in dem Moment, wo dann da Salsa tanzende Leute sind, denke ich mir auch so, ja, wäre schon cool, wenn du jetzt einfach mitmachen könntest. Oder keine Ahnung, manchmal auch, wenn du auf irgendeiner krassen Tanzfläche bist einfach und dann schaffeln die Leute so übelst krass ab und so. Das sieht ja auch cool aus. Ja, ich finde es nicht uninspirierend oder langweilig oder dass es mir egal ist, sondern ich finde, es sieht einfach immer so einfach aus und deswegen denke ich immer so, ja, easy kann ich auch, aber eigentlich ist es ultra schwer. Ja, aber ich finde, uninspirierend passt irgendwie. Also ich weiß, es ist krass, aber es nimmt mich nicht mit, sodass ich denke, boah, das wäre so cool, wenn du das selber konntest. Ich bin richtig fein damit, dass ich nicht tanzen kann, weißt du? Ja, okay, verstehe. Ja. Nee, ich würde es schon gerne können, aber ich kann es auch nicht. Manchmal, wenn ich so im Auto sitze und so richtig laut die Musik habe und mitgröle, dann denke ich mir manchmal so, oh, kannst du vielleicht doch richtig gut singen? Kennst du diesen Moment? Ja, gut, du kannst ja richtig gut singen, ne? Aber manchmal denke ich dann so, oh, wäre vielleicht doch eine Musikkarriere drin gewesen? Ja. Aber, und da denke ich mir schon, das inspiriert mich schon, wenn jemand gut singen kann, weißt du? Da denke ich mir schon so, oh, wäre schon geil, so. Nee, ich würde auch gern tanzen können. Okay. Weil ich, aber auch einfach nur, weil es immer so, weiß ich nicht, das sieht immer so einfach aus. Und dann denke ich so, kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Aber eigentlich ist es hammerschwer. Ja. Ach man, keine Ahnung, was ich jetzt gerade damit sagen will. Ja, und welche Kunst findest du jetzt nun so krass, die du so, ach so, malen hast du gesagt. Ja, ich würde gern noch besser zeichnen können. Ich kann eigentlich gut zeichnen und malen so, aber halt nicht so richtig geil. Mhm. Ich finde so Leute, die malen, ist halt die so ein haben halbes so eine, Talent irgendwie. Leute, die so malen, haben meistens so eine coole, freigeistige Ausstrahlung, die ich sehr cool finde. So ein bisschen so ein, die sich von ihren Gefühlen leiten lassen, so ein bisschen. Irgendwie, das war auch crazy bei meiner Malschullehrerin. Die ist jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden und hat ihre Träume gemalt. Boah, voll stressig, ey. Übel stressig, aber das hat die 365 Tage gemacht und dann eine Ausstellung daraus gemacht. Jedes Bild sah gleich aus, aber es war schon krass. Jedes sah gleich aus? Ja, die hatte für halt den so, Laien wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ja. Also für mich halt sah es damals. Kann ja auch sein, sie hatte gleich. 365. Ich war aber auch 11 oder so. Kann auch sein, sie hatte 365 Tage den gleichen Traum. Nee, sie das sahen schon creepy. Anders aus, aber sie waren halt alle so in ihrem Stil, logischerweise. Die hatten, mal war eins gelb, mal war eins grün und die Schnörkel waren woanders. Ja. Aber für mich damals sah es halt alles gleich und deswegen habe ich es nicht verstanden. Aber eigentlich fand, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, schon krass. Ja. War auch eigentlich schön, die Bilder. Ich habe halt nur keine Träume darin gesehen. Doch, das ist auch schon cool, sagen zu können, so man malt. Ich würde gerne einfach so, egal ob das jetzt gut aussieht oder nicht, ich glaube, es kann sehr therapierend wirken, wenn man so viel malt. Meine Malschullehrerin konnte auch Auras lesen.
Oha, ja gut, das klingt jetzt schon wieder ein bisschen esoterisch. Esoterisch, eine Aura zu lesen. Mhm. Wie ist meine Aura? Bestimmt negativ. Und ich kann sie nicht lesen, ich weiß es nicht. Sie hat mir aber meine mal gelesen. Ich weiß aber, oder nennt man das überhaupt lesen? Ich weiß es doch, nicht. Aber ich weiß nicht mehr, was für Farben sie gesehen hat. Das sieht man da Farben oder was? Ja, deine Farbe Aura besteht, so, also das sind Farben irgendwie. Ich kann mich. Deine Aura ist bestimmt gelb. Du bist so eine Gelbe. Ich weiß nicht, ob gelb positiv ist. Doch, gelb ist die Sonne, Sonnenblumen, alles, was so Freude und Lebensfreude ausstrahlt. Ja? Auch das wäre schön. Ja, doch, du bist so eine kleine sommerliche. Ich glaube, lila ist was Negatives. Lila ist so Neid und Missgunst und so. Oh ja, das kann sein. Ja, du bist echt lila. Was? Ich bin Neid und Missgunst. Nein. Dich würde ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kenne mich nie aus. Für mich bist du so ein bisschen grün. Ja, grün ist gut, ne? Weil ich Pflanzen mag. Wir haben keine Ahnung, ob es grün ja, ist. Ja, ach, weißt du nee, was? Nee, nicht wegen Pflanzen. Grün ist so, weiß nicht, so. So, ich versuche mal den richtigen Weg einzuhalten. Ah, fröhlich, okay. Naja, grün ist ja eigentlich Hoffnung, aber ich glaube, das hat auch nichts mit Aura zu tun. Ja. Wir labern gerade wieder irgendeine Scheiße. Ja, es geht gerade in eine ganz komische Richtung. Ich habe noch einen Filmtipp der Woche. Ja, echt? Ist unter- Als hätten wir so eine Kategorie Filmtipp der Woche. Also, ja. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen so ab und zu so Stimmungsschwankungen gehabt und mir ging es manchmal so, ich hatte manchmal so Down-Phasen. Mhm. Und ich habe einen Film, den ich jetzt schon öfter geguckt habe, wenn ich so eine Down-Phase hatte, der mir wieder so richtig viel Lebensfreude gegeben hat. Ich bin gerade drauf gekommen, weil ich... Film hast du mehrmals geschaut? Ja. Und der hat dir jedes Mal wieder ein Gefühl gegeben. Der mich da muss so es echt ein bisschen, guter Film sein. Er hat mich so demütig werden lassen. So von wegen, dass ich mich hier schon wieder irgendwie wegen irgendeinem Scheiß stresse und denke, oh, wie schlecht es mir geht. Obwohl eigentlich mein Leben ultra krass ist. Ich ein super privilegierter Mensch bin und mich eigentlich gar nicht glücklich genug schätzen kann für das, was ich habe. So, weißt du? Aber war das dann ein Film, der dir genau das Gegenteil gezeigt hat? A.k.a. es kann so schlimm sein? Genau, ja. Es ist ein Katastrophenfilm. Oh Gott. Und er heißt The Impossible. Ah, der hab ich schon mal schon gehört, aber hab ich älter. Nicht 2012 gesehen. Kam der raus und der geht, es geht um, in dem Film um den Tsunami, der 2004 in Thailand an der Küste, das ganze Inland da quasi, also die ganzen Küste, ganze Küste, Küstenregion verwüstet hat. Sag mal, habe ich einen Sprachfehler oder was hier? Und den habe ich das erste Mal geguckt und habe Rotz und Wasser geheult, weil es wirklich schlimm, weil du siehst, wie so eine Familie auseinandergerissen wird und wie die so dann quasi mit den Kindern auch irgendwie versuchen, alleine zu kämpfen. Ein Protagonist wird auch richtig krass krank, also so richtig so, dass du so denkst, okay, das wird nichts mehr. Ich finde es aber auch ein bisschen creepy irgendwie, dass dir das ja, was es klingt, Positives gibt. Ich würde mich danach richtig scheiße fühlen. Nee, also wirklich, das ist so ein, du hast danach auf einmal so ein, du hast erstmal den Drang, deine Mutter anzurufen. Zumindest oh hatte ich das. So von wegen, Mama, ich hab dich lieb und oh nein. So, aber du hast gleichzeitig auch wieder so voll, du checkst erstmal, das ist so ein, wie sagt man denn, das erdet dich so ein bisschen und es ist so ein, mir fällt gerade das blöde Wort nicht ein, weil ich gerade eine scheiß Wortfindungsstörung habe, Julia. Ich kann dir auch nicht helfen gerade. Aber auf jeden Fall bringt dich das auf den Boden der Tatsachen zurück und du checkst erstmal wieder, wie gut das eigentlich ist, was du hast und was für ein schönes Leben du hast. Mhm. Und den Film will ich unbedingt nochmal gucken jetzt. Habe ich mir vorgenommen. Wie oft hast du den schon geschaut jetzt? Ich habe ihn letztes Jahr das erste Mal geguckt und ich habe ihn dieses Jahr auch schon mal geguckt. Also zweimal habe ich ihn jetzt geguckt. Das klang so, als würdest du den andauernd gucken, wenn es dir schlecht geht. Nee, so krass ist auch nicht. Du guckst die Katastrophenfilme an, wenn es dir schlecht geht, damit es dir dann besser geht. Wie gesagt, ist auch der einzige Katastrophenfilm, der das bei mir auslöst. Also ich kann jetzt nicht 2012 gucken und denke danach so, oh, mir geht's so gut. Ja, okay, aber 2012 war auch Trash, oder? Ja, was gibt's noch? Day After Tomorrow und sowas. Es gibt super viele Katastrophenfilme. Die sind alle so, die grenzen immer so ein bisschen am Trash-Faktor, ne? Aber das ist ja wirklich nach einer wahren Begebenheit, von dem ich geredet habe, von dem Tsunami. Das ist wirklich, das ist eine britische Familie, nee, ich glaube eine spanische Familie gewesen, die das wirklich so erlebt hat, genau so, wie man in dem Film das sehen kann. Und es zerreißt dir das Herz. Vor allen Dingen, weil es echt ist. Und am Ende flickt es dein Herz wieder zusammen. Oh nein. Es ist wirklich echt, ja. Okay. Guck den mal. Ich glaube, den gibt es immer noch auf Netflix. Okay, ich schaue ihn. Große Empfehlung, Leute. Gebt euch das auch, wenn ihr denkt so, ah nee, das ist mir zu negativ und so. Am Ende wird es wieder positiv, ich schwöre. Schwöre, das macht okay. Was mit euch. Oh, ich muss aufhören mit Schwöre, ne? Nö. Ich darf das jetzt nicht mehr sagen. Ich find's geil. Ich bin nämlich dein Celebrity Crush hier, ne? Find's voll geil, wenn ich Schwöre sage. Ja, Hammer. Ich bin auch gerade richtig aufgeregt, weil du vor mir sitzt. Deswegen schwitzt du so. Es geht hier gar nicht ja, um die. Ja, nee, es ist nicht heiß hier. Die weißt du was, ey, ich hör auf zu reden, ey. Jut, ich würde sagen. Nächste Folge ist wieder halb Bali, halb Deutsch. Ich genau. bin dann schon wieder in Deutschland, Julia ist immer noch auf Bali. Ja, Julia schwitzt immer noch. Die alte Travel-Pussy. Ja,
Joey hat sich dann schon ausgetravelt, pussied. Boah, das war so eine richtige Jetlag-Folge, ne? Das war so einen Tag, nachdem ich wiederkomme. Da wirst du noch mehr Watch-Schnell-Schnell haben. Wir sollten jetzt wirklich aufhören, ja, Leute. Wirklich? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war heute nicht zu durcheinander und so. Wenn doch, sorry. Sorry, aber ist jetzt halt so. Ich denke, die ganze Zeit hier neben mir ist eine Lena, aber hier ist gar keine. Und ich hoffe einfach, dass mein Podcast-Aufnahmegerät auch aufgenommen hat. Oh mein Gott. So, Leute, ich hoffe, ihr hört diese Folge jemals. Und bis später. Ciao, Kakao. We love you. Ha 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 ha!